Herzlich willkommen, Jens Korsen. Dankeschön, Dankeschön. Ja, es freut mich in dieser schönen Umgebung, bin schon spazieren gegangen hier in Potsdam, vor Ihnen sprechen zu können. Es geht heute nur um Sie, um Ihr persönliches Wohl, ist ja klar, der Psychologe. Ist es etwas zu laut oder geht es gerade? Für mich etwas gehe ich vielleicht noch runter, hier so. Ja, es geht also darum, um Ihre Software, die Sie mit sich herumtragen in Ihr Hardware-Gehirn. Reicht Ihre Einstellung, reicht Ihre Art zu denken noch aus, um Ihr Leben in den Griff zu kriegen? Ich habe ja 20, 25 Jahre privat beraten als Verhaltenstherapeut. Also ganz kurz, was Verhaltenstherapeut ist. Es ist kein Tiefenpsychologe, das kennen Sie ja, Freud auf die Couch und Träume. Ja? Also nicht zurück in die Vergangenheit. Also mich interessiert nicht, ob einer zu heiß gebadet worden ist oder nicht geliebt worden ist. Das ist bestimmt blöd gelaufen, aber es hat keinen Sinn, aus meiner Sicht überhaupt darüber zu sprechen. Es sei denn, es sind traumatische Dinge. Ja? Also die Gaußsche Normalverteilung, mit der befasse ich mich. Aber es hat auch sich gezeigt, auch jetzt durch die neuen gehirnphysiologischen Untersuchungen, dass wenn wir so viel über die Vergangenheit sprechen und besonders jammernd und klagend und was ich doch für ein Pech hatte mit meinen Eltern, das ist äußerst ungünstig, weil immer wieder dieselben Gedanken im Gehirn aus einem kleinen Waldweg eine richtige Autobahn machen. Also beobachten Sie selber mal, ob Sie viel darüber klagen, dass Sie keine Chance hatten. Aber natürlich haben Sie eine große Chance, Sie tun es wahrscheinlich nicht. Es geht also darum, wie Sie sich bei Schlechtwetter aufstellen können. Also sozusagen halte ich Vorträge ja meistens bei Erfolgreichen. Sehr interessant, dass mich immer die Erfolgreichen buchen und nicht die nicht Erfolgreichen. Also ich bin ja auch in der Bundesliga tätig und bin ja auch ein begeisterter Fußballanhänger und erste Bundesliga. Und ich meine, das sind natürlich so von Leuten, die auch Geld verdienen und die auch alles können. Und warum fragt mich eigentlich ein Torschütze Bundesliga, sag mal, wie geht das? Der fragt mich ja nicht, also wie kann ich jetzt den Pass schlagen, sondern wie schaffe ich es, dass ich wieder Tore schieße. Ich bin in so einem Tief. Oder Schweinsteiger hat gerade jetzt gesagt, ein Fluch liegt über uns. Ja, und das ist äußerst ungünstig, das zu denken. Wenn ein Fluch schon mal über mir liegt, dann bin ich eher geneigt, das auch zu erfüllen, in einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also es geht um Sie und um Ihr Wohlgefühl, und auch im privaten Bereich, dass Sie mal eine Ahnung dafür bekommen, wie Sie aus einer Realität, Sie haben schon mal gehört, Quantenmechanik, alles ist Quantensuppe, ja, wie schaffe ich es, aus dieser Quantensuppe meine Wirklichkeit zu kreieren? Wie kreieren Sie eigentlich Ihre Wirklichkeit? Das ist nicht die Realität, das haben wir alle schon mal gehört, dass wir die Realität noch nie gesehen haben. Da sind wir nicht so begabt, unser Gehirn kann das nicht. Aber die Wirklichkeit, die wir erschaffen durch die Art, wie wir denken, die bestimmt natürlich unser Erleben, auch später mal die Ehe, ja, Kindererziehung. Ja. Die Software, die hier drin ist, mein Mann muss so sein, der führt dann zu der dritten Scheidung. Ja, es sei denn, Sie sind bereit, in den Schmerz zu gehen, Ihre Software mal zu checken, ob die ein Auslaufmodell ist. Also etwas frech könnte man sagen, auch schon bei Ihnen, ich meine, das ist ja wirklich fast frech, wenn man schon bei Ihnen anfängt, aber auch da ist es schon so, auch bei 14-Jährigen habe ich ja schon gesehen, bei denen reicht die Software meistens schon nicht mehr aus, um ein paar Dinge in den Griff zu kriegen, und wenn es so die Schule ist. Muss ich meine Software, muss ich meine Art zu denken updaten oder reicht die aus für persönliches und beruflichen Erfolg? Die Persönlichkeit macht den Unterschied. Vielleicht glauben Sie mir das jetzt noch nicht, weil Sie sind natürlich alle sehr gut drauf im fachlichen Bereich und können da sehr gut konkurrieren mit den anderen, darum sind Sie ja hier. Das heißt aber noch lange nicht, dass Sie erfolgreich sind. Damit will ich Sie nicht deprimieren, das ist einfach eine Tatsache. Ja, vielleicht kennen Sie diesen Satz, hired by ability, fired by personality. Sie können das beste Zeugnis haben, die besten Referenzen und Sie werden irgendwann wieder entlassen oder man wird Sie rausekeln, wenn Sie als Persönlichkeit nicht genügen. Und das ist bei Fußballmannschaften genauso. Kann einer noch so gut flanken,
wenn er einfach ein Intrigant ist und ja, also immer gegen den Trainer, ja, hintenrum intrigiert, dann wird er irgendwann nicht spielen. Ich habe mal einen U21-Nationalspieler gecoacht über einen Spielervermittler, also U21-Nationalspieler, der aber in seinem Club nicht spielen durfte, also hat schon mal gespielt, aber nicht so häufig, und dann saß er auf der Reservebank, und wenn einer nicht die mentale Stärke hat, auch auf der Reservebank eine gute Ausstrahlung zu haben, dann landet er auf der Tribüne. Das werden Sie später vielleicht immer merken. Ja, die Ausstrahlung nachlässt und ist noch so im Recht, das gibt's doch nicht, dann wie der saß auf der Tribüne, und ich habe ihn in einem Fernsehen kurz gesehen, weil ich wusste, ah, da kommt, da saß er da, wie so ein Häufchen Elend, so, ah, ich darf nicht mitspielen, also manchmal denke ich an so einen Kindergarten, der nicht mitspielen darf, wie bockig er dann ist, so, also ganz bockig guckt er in die Gegend und fühlt sich gemobbt. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist die erste Frage als Verhaltenstherapeut ist nicht, wie geht es Ihnen? Das ist nebenbei ganz komisch, das interessiert mich gar nicht, wie es einem geht. Das ist, weil ich sage, Herr Korsen, Sie müssen doch erst mal wissen, wie es mir geht. Sag ich, nö, muss ich nicht wissen. Wo wollen Sie hin? Nach Rom? Okay, auf geht's. Ich muss ja nicht vorher wissen, wie es Ihnen geht. Es sei denn, Sie wissen nicht, wo Sie hinwollen, dann geht es Ihnen ein bisschen schlechter vielleicht. Ja? Das ist klar. Ja, dann muss ich Ihnen helfen, erstmal Rom auszuwürfeln oder London. Ja? Aber wenn Sie heute einen fragen, wie geht's dir? Die hören ja nicht mal auf zu jaulen. Also deshalb frage ich nicht, wie geht's dir, sondern wo willst du hin? Und dann sagt er, ich will wieder aufs Spielfeld. Und dann habe ich ihm gesagt, die erste Lektion, die Sie von mir lernen können, ist, dass Sie Haltung annehmen auf der Tribüne. Sagt er, wie? Ich sage, ja, so wie so ein Samurai-Krieger. Ja, so, also Haltung annehmen, dem Stirb und Werde gegenüber. Wissen Sie, was ein Samurai-Krieger ist? Dann hat er gesagt, ja, weiß ich. Sag ich, was ist denn ein Samurai-Krieger? Und da sagt er, das sind die Dicken, die sich da aus dem Kreis rausdrücken. Dann sage ich, nein, das sind die anderen. Ja. Und es sind wirklich einfache Dinge, wie ich Managern oder Führungskräften helfe. Es ist wirklich so einfach und doch so schwer, Haltung zu bewahren, wenn es mal nicht so läuft, wie man das will. Und es gibt von Goethe, der nicht der Mittelstürmer von Cottbus ist, einen Satz, und der heißt, solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Also solange du das nicht hast, solange du dich damit nicht angefreundet hast, dass alles kommt und geht. Also bei Ihnen gibt es wahrscheinlich nicht so viel humanistisch Gebildete, so Panterei, vielleicht die einzige Konstante im Leben ist der Wandel, ist vielleicht bekannter, ja. Das wissen wir doch alle, dass alles fließt. Die einzige Konstante im Leben ist der Wandel. Solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde, bei Internisten und Heilpraktikern. Die Liebe kommt, die Liebe geht, haben einige von Ihnen auch schon erfahren im jugendlichen Alter. Evi kommt, Evi geht, der Chef kommt, der Chef geht, die Firma kommt, die Firma geht. Alles fließt. Und ich verdiene damit mein Geld, dass die Leute dagegen sind. Das ist die einfachste Formel. Die Leute sind gegen das Leben. Und deshalb können Sie dann, wenn es darauf ankommt, das, was Sie gelernt haben, nicht nutzen. Und das wissen Sie, dass Erfolg hoch korreliert mit, was Sie ja auch jetzt gerade machen, mit fachlicher Ausbildung und Weiterbildung, gerade in Ihrem Bereich. Permanent wach, Neues lernen, innovativ. Das korreliert mit Erfolg. Aber auch was anderes korreliert hoch, nicht nur fachliches Wissen, schon mal angedeutet, ist die soziale Kompetenz. Dass ich weiß, wie mein Kollege heißt und dass ich so Netzwerke habe und in der Kantine mal mit den Leuten rede, auch später mal vom Vertrieb und so. Ja? Also man kann ja nie wissen, wo man mal hinkommt, soziale Kompetenz. Auch mal einen Geburtstag sich mal aufschreiben. Ja? Und das Dritte, was hoch mit Erfolg, beruflich und privat korreliert, ist exzellentes Selbstmanagement. Wenn ich mich nicht gut führe, dann werde ich bei Schlechtwetter
meine Potenziale nicht auf die Bretter bringen, dann kann ich noch so viel gelernt haben. Dann bin ich bockig und das gibt's doch nicht und das ist doch blöd und das darf doch nicht wahr sein und die haben mir doch versprochen. Ja, das ist doch, ja? Und dann rutsche ich in die Kinderjammernummer rein und dann kann ich das, was ich mal gelernt habe, nicht mehr nutzen. Und auch mit anderen kann ich respektvoll umgehen, wenn ich mich nicht hasse. Was meinen Sie, wie viele Leute es erstaunlich sich nicht mögen? Mal Armhof, er mag sich alles nicht. Naja, gut, einer, das ist zu wenig, die anderen müssen sagen. Und wenn Sie sich selber nicht mögen, ist es ungemein schwierig, andere zu respektieren. Ich sage nicht gleich lieben und mögen, aber zu respektieren, dass der andere natürlich auch ein Recht hat auf sein Denken. Also wenn ich mich nicht selber führe und wenn ich nicht einigermaßen bewusst bin, dann nützt es nicht viel, wenn ich fachlich gut ausgebildet bin. Das ist wohl auch so die Idee, dass man mich eingeladen hat, weil man sagt, die Leute sind ja sehr gut hier. Nur natürlich, wenn es mal dann losgeht, draußen in der Wirtschaft, erzählen Sie doch mal, was ist denn da noch wichtig? Und dann sage ich natürlich, exzellentes Selbstmanagement. Ich bin auch viel in der Schweiz, meine Firma in der Schweiz, leider bezahle ich immer noch in München meine Steuern, irgendwie habe ich mir das auch besser vorgestellt. Und in der Schweiz sagt man, aufgestellt sie. Aufgestellt. Ja, ich habe mal aufgestellt gesagt, nein, aufgestellt sie. Heißt, aufgestellt sein, gut drauf sein. Aber gut drauf sein kann man über Drogen und Alkohol. Mein, war ich gestern wieder gut drauf? Ja, während das aufgestellt sein hat was mit Samurai zu tun. Und das ist die Idee. Ich bringe den Leuten bei, Haltung zu bewahren, obwohl da eine Sauerei läuft. Wahnsinn ist das, du. Ich sag dir, das ist ein Wahnsinn. Die Schweine da draußen. Haltung zu bewahren. Da draußen läuft es und ich bin da und habe Haltung. Geisteshaltung. Und mein exzellentes Selbstmanagement ist ein Gedankenmanagement. Ich erzähle Ihnen da mal eine Geschichte, damit das noch klarer wird, wie Leute ihre Wirklichkeit erschaffen. Ich bin mal von der Pharmaindustrie eingeladen worden zum Kick-Off-Seminar, Vertriebler, die neuen Produkte verkaufen sollten, ein ganz spezielles neues Produkt sollte auf den Markt kommen, Kick-Off-Seminar in Braunlage, im Harz, am ersten Advent. Montag Produktschulung, Dienstagvormittag nochmal Regionalgebietsaufteilung, ja, wer kriegt jetzt was und so. Also die Leute waren stocksauer, dass sie dahin mussten, von sadistischen Chefs am ersten Advent dorthin hinbestellt. Und sie sind alle ganz früh aufgestanden und um 10 ging es los und einige waren schon 4:30 aufgestanden und bei äußerst ungünstigem Wetter sind sie also nach Braunlage gefahren, da geht es noch so steil hoch und das war sogar etwas von glatt am ersten Advent. Die waren also äußerst muffig. In der Schweiz sagt man hässig, Hass, ja, dass sie hinkommen mussten. Mich haben die auch schon so ablehnend angeschaut, wegen dem müssen wir dahin. Und die Chefs wurden auch nicht begrüßt. Und Sie können sich vorstellen, so 220 Leute missmutig in so einem Saal, da reißt man sich nicht rum, da unbedingt jetzt hinzugehen und den einen Tag was zu erzählen über Selbstmotivation. Und dann bin ich mit leicht feuchten Händen auf die Bühne. Ich will Ihnen nur mal noch sagen, was das so heißt, Kontext und Gedanken, was ist, ist. Also es feuchte Hände. Ich habe einen Satz, der mir sehr geholfen hat, auch in meiner privaten und beruflichen Karriere. Und der heißt, dass die Angst, feuchte Hände, Wackelknie, die Angst zeigt mir das Tor zu mehr. Nicht zu mehr nach Bordeaux, nicht zu mehr, ne? Mit H. Ja? Also die Angst, wenn ich ängstlich bin, wenn ich mir was nicht zutraue, oh Gott, eine Rede halten, vor so vielen Leuten, eine Präsentation machen, zu Efi gehen und sagen, Efi, du, ich mag dich und so. Ja? Lieber nicht. Aber die Angst zeigt mir das Tor zu mehr. Also immer wenn Sie feuchte Hände haben oder Wackelknie, seien Sie stolz auf sich, die sind heldenhaft unterwegs. Weil natürlich Ihr Vegetatives will Sie schützen vor Niederlagen, klar, könnte ja schief gehen. Aber wie wollen Sie denn erfolgreich sein, wenn Sie nicht Risiko eingehen?
Ich kenne, also die Amerikaner haben ja positive und auch nicht so positive Seiten, aber die eine Seite gefällt mir sehr gut an den Amis, die sagen, lieber gescheitert als nichts versucht. Also hin zu Efi, Efi, du und ich, das wäre was. Und dann sagt sie so auf Bayerisch, schleich dich. Schleich die. Und dann sagt man, okay, aber ich habe es versucht. Ja? Und wenn ich 10 anspreche, von der Statistik her, sagt dann eine mal ja. Also die nächste um die Ecke. Los, ran. Ja? Und nicht 2 Jahre wieder, oh Gott, wie peinlich, oh Gott, ich hasse mich. Ja? Lieber gescheitert als nicht versucht. Darum haben die Amis so ein Innovationsding. Ne? Weil die sind gar nicht so deprimiert und fühlen sich auch nicht gleich so schlecht, wenn sie mal gescheitert. My God, I try harder. Auf geht's nochmal. Und wir, oh Gott, so peinlich, habe ich die Prüfung nicht geschafft. Oh Gott, Japan bringt sie sich um, wenn sie die Prüfung nicht geschafft haben. Ja? My God, das ist eine Prüfung. Ja? Also ich bin mit feuchten Händen auf die Bühne. Da ist mir der Satz aber eingefallen, sag, ey Carsten, bist wieder heldenhaft unterwegs, ja, weil, ja, oh, haben sie mich alle so angestarrt und dann dachte ich, irgendwie muss ich hier jetzt irgendwas anderes machen, als ich mir vorgenommen habe und bin dann in die Reihen, das war so, ja, ich bin in die Mitte so rein, hab also die Bühne verlassen und hab gesagt, also es geht ja hier darum, dass sie was verkaufen und ich weiß, Vertriebler, die wissen das ja auch, sie verkaufen über ihre Stimmung, die Persönlichkeit macht den Unterschied, wir verkaufen über Ausstrahlung. Ja, ja wissen Sie alle, ja, weiß ich schon. Wie bekomme ich denn eine Ausstrahlung? Wie bekomme ich denn die Ausstrahlung, dass ich mein Produkt so rüberbringe, dass man mir glaubt? Da haben sie sich angeguckt, was will er denn? Ja, haben doch alle schon Motivationsseminare, rauf und runter. Da sage ich, der beste Satz für UF stellt sie. Für Ausstrahlung heißt, wo ich bin, will ich sein. Haben die mich angeguckt. Dann hat einer gesagt, wirklich, so ein Scheiß, hat er gesagt. So aggressiv, so ein Scheiß. Und dann bin ich zu dem hin und sage, ja, was ist los? Und dann sage ich, Sie können mir doch nicht einreden, dass ich hier sitzen will. Wo ich bin, will ich sein. Da sage ich, wollen Sie hier nicht sein? Da nee. Sag ich, stehen Sie doch mal kurz auf. Habe ich ihn wirklich gebeten, dass er aufsteht, habe ich ihn auf Waffen abgetastet. Züchtigst, so wie ich es gelernt habe auf dem Flughafen. Und dann sagt er, warum machen Sie das? Sag ich, ja, weil ich Angst vor Ihnen habe. Sagt er, warum? Sagt er, ja, Sie wollen doch dort nicht sitzen. Nein! Ja, dann sind Sie doch fremdbestimmt. Haben Sie heute Morgen eine Stimme gehört, die Ihnen den Auftrag gegeben hat? Fahr nach Braunlage! Nein, los jetzt, nein, los jetzt, jawohl. Und dann nach Braunlage gefahren. An sich wollen Sie nicht sein, Sie müssen hier sein, weil fremdbestimmt. Was will er denn? Sag ich, der Mörder von, weiß noch einer, wer John Lennon ist? Nee, ne? Weiß keiner mehr, ne? Okay, ja. Also der Beatle, ne? Der John Lennon, der Beatle, wurde erschossen von einem, der eine Stimme gehört hat. Das war also, ja, die Psychiatrie würde sagen, Schizo. Der hat eine Stimme gehört und die hat gesagt, erlöse John vom Übel und hat ihn erschossen. Und da habe ich zu denen gesagt, ich habe sie deshalb auf Waffen abgetastet, weil falls sie nochmal zum zweiten Mal eine Stimme hören und die heißt, erlöse Carsten vom Übel, dann erschießen sie mich. Nur das, was mich wundert, habe ich gesagt, dass so viele so gelacht haben, wie ich gesagt habe, wo ich bin, will ich sein, sind sie denn alle fremdbestimmt? Ist hier eine Psychiatrie in der Nähe? Also sie haben mich immer mehr gehasst, was übrigens psychologisch gut ist. Ja? So eine Vorwärtsverteidigung. Ja? In dem Augenblick, wo ich da, oh, entschuldige, dass ich da bin, und so, kann sich jeder Dackel kann sich dann aufbauen. Also ich habe so eine Vorwärtsverteidigung, habe gesagt, alles Schizos, Borderliner, die hier rumlaufen. Grenzgänger, die gar nicht wissen, was sie tun, werden überall hinbestellt, wollen sie gar nicht. Dann haben sie immer so, was will er denn? Sag ich, ja, also gut, also okay, Sie hören keine Stimmen. Nein, wir sind nicht schizophren, sage ich, okay. Dann kann es sein, dass Sie wahrscheinlich erpresst worden sind. Das kann doch sein, Sie sind erpresst worden. Deine Tochter ist dran, wenn du da nicht hinfährst. Ach, so ein Blödsinn.
Sag ich, ja, was kann noch sein? Ah ja, Sie sind heute Morgen mit einem nassen Waschlappen geweckt worden von irgendwelchen Assis, von den Chefs. Und dann sind Sie gebunden und da reingetreten, in den Bus hierher gefahren, die Handschellen ab, hier reingetrieben. Dann haben sie gesagt, nein. Und dann schrie einer, wir haben Fahrgemeinschaften gegründet. Ich sage, ja, Sie reden sich ja immer mehr ins Abseits, habe ich gesagt. Das ist ja da immer schlimmer. Sie wollen ja nicht her und haben Fahrgemeinschaften gegründet. Einer ist noch über Goslar gefahren und hat noch Günni abgeholt, den er auf den Tod nicht leiden kann. Aber was macht man nicht alles? Und dann gibt es ja so ein paar, früher haben wir ja immer Helvi Osram gesagt, so wie die Osram-Birne, ja, oh, Erleuchtung, ob ich hier nicht vielleicht doch sein will. Und dann habe ich sie erlöst vom Übel und habe gesagt, also ich sage den Satz weiter, weil er ist bisher wahrscheinlich noch nicht so angekommen. Wo ich bin, will ich sein. Alles andere war mir bisher in meiner Vorstellung zu teuer. Mir ist nicht Geld im Primären, sondern Angst, Unsicherheit, könnte schlimmer kommen. Wo ich bin, will ich sein. Also überlegen Sie mal, Sie wollen in dieser komischen Bude wohnen, wo Sie da gerade wohnen. Ne? Sagen Sie, Kosten, das kannst du doch nicht einreden, das ist ein Loch. Ja? Da kann ich, also wenn ich mal eine kennenlerne oder einen, den kann ich da nicht einladen. Ihn lernen, wollen wir uns im Café treffen und so. Ja? Erst später vielleicht, wenn die mich bekennt. Ja, aber das können Sie mir doch nicht einreden, dass ich in diesem Loch da leben will. Sage ich doch, doch, Sie wollen da leben, sonst hätten Sie ja was anderes. Ja, wie? Ja, Sie nehmen sich doch ein anderes. Ja, ich habe doch kein Geld. Na, sehen Sie mal, darum wohnen Sie ja da. Darum wohnen Sie doch in diesem, da vorne steht übrigens so ein Wohnwagen, habe ich gesehen. Da steht so Service drauf. Also, haben Sie den gesehen? Steht der immer da? Wohnt da einer drin? Ja, da steht also Servicetechniker drauf oder sowas. Ich habe einen Manager beraten, der sich geniert, mit seiner Wohnung seinen Chef einzuladen. Also wenn ich meinen Chef dort einlade, dann mache ich keine Karriere mehr. Der sagt, ziehen Sie doch aus. Sagt er, ja, die sind gut, die kosten aber nur 400 Euro. Und wenn ich woanders hinziehe, kostet mich eine 12 bis 1400 Euro. Und deshalb wohne ich hier. Sage ich, sehen Sie mal, Sie Schnäppchenjäger. Sie Preisvergleicher. Das haben Sie vorhin vorgelesen, den Preisvergleicher. Wo ich bin, will ich sein. Alles andere war mir bisher in meiner Vorstellung zu teuer. Ich bin in der Beziehung, in der ich sein will. Ich bin bei den Eltern, vielleicht wohnen die anderen noch bei den Eltern. So, oh Gott, Carsten, ich würde so gerne ausziehen. Sag, zieh doch aus. Ja, aber kein Geld. Na, siehst du, dann wohnst du ja bei ihnen. Ja? Wir sind Preisvergleicher. Schnäppchenjäger. Es gibt keinen Versager. Ab heute ist es völlig komisch, wenn Sie sich über irgendwas beschweren. Da muss ich wieder hin. Sie wollen dorthin. Sie können mir doch nicht einreden, dass ich zu diesem Familienfest will. Von meiner Tante, die feiert 50-jährigen Geburtstag und meine Mama sagt, da soll ich mitgehen zu meiner buckligen Verwandtschaft, hat mir einer gesagt. Sag, dann geh doch nicht mit. Naja, Cosma hat doch irgendwie Moral und Ethik. Und übrigens ist es meine Erbtante. Sag ich, na siehst du. Also, wir sind in jedem Moment unseres Lebens, sind wir Schnäppchenjäger, Preisvergleicher. Warum sind die denn alle nach Braunlage gefahren? Bestimmt 85-90%, weil sie hochgerechnet haben, dass sie Nachteile hätten, wenn sie nicht hinfahren. Schnäppchenjäger, was könnte mich das kosten? Preisvergleicher. Ja, ich komme auf die Liste, war schon zweimal nicht dabei bei der Fortbildung. Oder wenn es dann um die Regionalgebietsaufteilung geht, dann muss ich dabei sein, dass sie mir nicht Mecklenburg-Vorpommern zuschustern. Ja, da muss ich hin. Also, ich bin sowas von ausgeschlafen. Und wir sind alle sowas von berechnet und ausgeschlafen, dass sie jeden Morgen genau überlegen, ob sie nochmal aufstehen oder nicht. Und wenn sie aufstehen, dann wollen sie das. Sie müssen nicht raus. Ich habe das mal einem Manager, wirklich, das hat eine halbe Stunde gedauert, bis er mir das wirklich ja nachvollziehen konnte, dass er nicht in die Arbeit muss. Gut, das ist bei Ihnen, vielleicht überlege ich mir gerade, das ist ja, Sie kommen ja so wahnsinnig gerne hin. Aber wenn Sie einen kennen, ja,
der sagt, da muss ich wieder hin, dann können Sie denen was erzählen, die Bettkantenübung. Der kam zu mir und sagte, ich bin schon wieder urlaubsreif. Dann sage ich, Sie waren doch gerade im Urlaub, auch die Urlaubsbräune. Ich sagte, ja, der Sauladen schafft mich. Sag ich, sind Sie sozusagen ein armes Schwein, was in einen Sauladen muss? Sagt er, Kosten, Kompliment hat noch keiner so komprimiert auf den Punkt formuliert. Sag ich, gehen Sie doch nicht mehr hin, das ist ja furchtbar, Sie werden da gequält. Sagt er, ja genau. Sag ich, jede Amöbe, jeder Einzeller dreht sich weg, wenn es unlustig wird. Sie sind doch ein Mehrzeller, gehen Sie da nicht mehr hin. Ja, Sie sind gut, Sie sind gut. Ich sage, warum? Ja, man muss doch arbeiten. Malochen hat er. Man muss arbeiten. Ich sage, wo haben Sie denn das her? Ich sage, Herr Kost, das ist doch Allgemeinwissen. Man muss arbeiten, um zu überleben. Man muss seine Familie ernähren, Kinder. Ich sage, Sie müssen nicht arbeiten. Ja, hören Sie mal, also, ich habe so eine Familie. Muss ich doch ernähren. Ich sage, wo haben Sie das her? Wer sagt Ihnen das? Ja, mein Vater hat mir gesagt, ich muss arbeiten, Geld verdienen. Ich sage, der hat Sie angelogen. Wer weiß, was der mit Ihnen vorhatte. Sie müssen nicht arbeiten. Habe ich zu ihm gesagt, sagte, ach Gott, das können Sie mir nicht sagen. Ich sage, Sie wohnen in Deutschland. Sie müssen in Deutschland nicht arbeiten. Ich finde, das ist gar nicht so irgendwie politisch. Es ist einfach so. Habt Vertrauen zum Staat. Wirklich. Der ernährt euch. Keiner muss arbeiten, das ist eine hysterische Vorstellung. Und jetzt kann mich Ulla nicht mehr anrufen. Jetzt sitzt der nette Vietnamese, wie heißt er? Genau, der wird mich jetzt anrufen und sagen, Sie haben da gesagt, die Krankenkassenbeiträge könnten um 50% reduziert werden, ich bin wirklich der Meinung, wenn jeder wüsste, dass er dort, wo er ist, sein will. Dass nicht einer denkt, ich muss wieder raus. Ich muss wieder malochen. Nein, sondern dass er sagt, ich will das. Und ich habe ihm dann die Bettkantenübung vorgeschlagen. Also wenn Sie einen kennen, der immer morgens nicht raus will oder so, ja, vielleicht Papa oder so, ich kann nicht mehr und so, ja, dann können Sie die Bettkantenübung vorschlagen. Und das habe ich dem Manager vorgeschlagen. Der hat sich dann jeden Morgen auf die Bettkante gesetzt und hat sich gerade hingesetzt, so Samurai-mäßig, und hat sich einfach gefragt, mache ich heute nochmal mit? Und hat er gesagt, nein, es reicht mir. Und er sich einfach nach hinten fallen lassen und er muss nicht aufstehen. Er wird ernährt. Wenn man krank ist, wird man eher verwöhnt. Man kriegt Bananenmilch, kann Mickey Maus lesen. Nächsten Morgen kommt er wieder hoch, der Schlaf ist wie ein kleiner Tod und kann sich neu entscheiden. War ganz nett gestern, lass mich nach hinten fallen. Bei Ihnen ist das, aber ich erzähle es trotzdem, weil es ist einfach so eine schöne Geschichte für Verantwortung übernehmen, dass ich überhaupt aufstehe. Weil die Leute meinen immer, sie müssten leben. Ich habe mal einen Studenten beraten, der nur gemeckert hat über die blöden Professoren und so. Und da habe ich dann zu dem gesagt, Sie wohnen doch im 18. Stock. Ja, wie meinen Sie das? Ich sage, Sie müssen doch nicht mitmachen. Und über diese 18. Stock-Sache bin ich auf die Bettkantennummer gekommen, weil die wohnen ja nicht alle im 18. Stock, die ich berate. Ja? Aber die Bettkantennummer ist das Gleiche. Sie müssen ja nicht mitmachen. Das muss ja keiner mitmachen. Nicht? Also kann man sich nach hinten fallen lassen und dann irgendwann kommt man in die Klinik, weil man nicht mehr aufsteht. Und auch dort werden Sie, auch wenn Sie nicht mehr leben wollen, es ist furchtbar langweilig, wenn man nichts tut und wenn man nur liegt, das hat man immer wieder festgestellt. Die Leute wollen arbeiten, die sehen sich danach. Da geht ja auch keiner auf die Insel, alle sind sehr reif für die Insel, keiner geht hin. Weil es ist einfach furchtbar langweilig auf so einer Insel. Die Leute wollen arbeiten, die Anstrengung hat einen Wert an sich. Mein Gott, der Satz ist gar nicht zu bezahlen. Die Anstrengung hat einen Wert an sich, nicht nur wegen Kohle. Das werden auch einige von Ihnen schon gemerkt haben. Es macht echt Spaß, sich anzustrengen. Man ist in Flow, man ist völlig in Trance, nicht? Man ist mit allem verbunden, wenn man sich anstrengt. Arbeitslose erzählen mir das, dass sie geneigt sind, unentgeltlich zu arbeiten. Hauptsache, sie dürfen was tun. Wenn er dann also sagt, lasst mich sterben, es macht mir keinen Spaß mehr hier, ich will sterben, dann wird er künstlich ernährt. Also, bitte, wenn mir noch einer sagt, er muss arbeiten, er muss aufstehen, der ist verwirrt.
Und ich weiß, dass Krankheiten, psychosomatische Krankheiten, reaktive Depressionen, Folgen von nicht klarem Denken sind. Gucken Sie mal Ihre Tante und Onkel oder Eltern an, wenn die immer zu Heilpraktikern gehen. Dann schauen Sie in, die sind verwirrt, die können nicht klar denken. Weil wenn Sie wüssten, dass Sie dort, wo Sie sind, sein wollen, wären Sie gar nicht krank. Sie denken aber immer, am liebsten würde ich, aber leider muss ich. Am liebsten würde ich ja das machen, aber leider muss ich da wieder hin. Dann geh doch nicht hin. Ja, du bist gut. Nein, Sie gehen dorthin, weil es das geringste Übel ist. Also wenn ich sage, wo ich bin, will ich gerne sein, dann stimmt es nicht. Ist doch klar. Sie sind bestimmt irgendwo mal, wo Sie nicht so gerne sind. Auf dem Familienfest oder wer weiß. Also, aber Sie gehen dahin, weil Sie eine hohe Moral haben oder weil Sie sich einfühlen können oder wegen der Erbtante. Es gibt ungemein viele Leute, die bei mir sitzen, die sich darüber beschweren, dass sie dort, wo sie sind, auf keinen Fall sein wollen. Also wenn Sie dann irgendwann mal in der Arbeitsstelle sind und es läuft nicht so, wie Sie es wollen, beobachten Sie mal, ob plötzlich da nicht so eine Stimme kommt, da, hier haust du aber ab aus diesem Sauladen. Und dann überlegen Sie mal, ob es nicht doch günstiger ist, lieber nicht Sauladen zu denken und sich anzustrengen. Wenn Sie woanders hingehen, holt Sie das sowieso wieder ein, Ihre Art zu denken, das kommt aber im zweiten Teil. Also der erste Erleuchtungssatz für den Selbstentwickler, und der Selbstentwickler hat sich entschieden, am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen, ist die ganz klare, und das kann man sich so schön merken, die ganz klare Erleuchtung, überall wo ich im Augenblick bin, will ich sein. Finden Sie mal irgendwelche Ausnahmen. Gut, dann sagen die meistens, im Gefängnis will ich nicht sein. Sag ich, okay, können wir drüber reden. An sich wissen Sie ja, dass Einbruch das und das kostet und so, nicht? Aber unterm Strich wussten Sie schon, das Risiko eingegangen. Ja, im Krankenhaus will ich nicht liegen. Sag ich, nur wenn Sie im Koma nach dem Unfall ins Krankenhaus gefahren werden, dann wollen Sie da ja nicht hin. Aber wenn Sie wieder aufwachen und alle Koordinaten haben, dann werden Sie sich hochrechnen, dass es günstig ist, im Krankenhaus zu bleiben. Alle, die im Krankenhaus liegen, wollen im Krankenhaus liegen. Doch, verstehen Sie, die wollen da jetzt nicht hin und sagen, ich will krank werden und dahin. Ja, nur wenn Sie im Krankenhaus liegen, könnten Sie mit einer 1:1 Verfügung sagen, ich will ja nicht liegen. Und dann, wenn Sie nicht entmündigt sind, würde man Sie entlassen müssen. Hat ein Freund von mir gemacht, da haben die Ärzte gesagt, also, Sie sterben, wenn Sie hier rauskommen. Sagt, ist mir wurscht, ich will ins Büro. Und ja, große Karriere gemacht, ja, war es völlig wurscht. Ist auch nicht gestorben, weil er so gut drauf war. Ja, aber er hat sich das wirklich erkämpfen müssen mit dem Juristen. Merken Sie das, wenn Sie sich mal wieder so, Mensch, da muss ich wieder hin, Sie müssen nirgends hin. Immer wenn Sie irgendwo hinfahren und da kommt so ein Gedanke, da muss ich hinbleiben, Sie stehen und sagen, nee, Moment mal, höre ich Stimmen? Nein. Will ich dorthin? Nein. Dann kehr doch um, wäre noch schlimmer. Also hin. Will ich bei meinen Eltern wohnen? Nein. Wo kannst du doch wohnen? Bei Efi. Ja, aber noch schlimmer. Ja? Ja? Weil da muss ich Miete zahlen. Die sagt, ich soll Miete zahlen. Ja? Ist das nicht fantastisch, wenn man diese Macht plötzlich erlebt, dass man verantwortlich ist für das, was man tut und kein anderer. Wenn einer zu Ihnen sagt, mach das mal und Sie machen das, dann haben Sie es doch gemacht. Ja, du hast mir doch gesagt, ja, aber Sie haben es doch gemacht. Dann kann doch jeder was sagen. Ja? Sie machen das und das ist das, was Leute so aufbaut, dass sie plötzlich die Macht bekommen, für sich, für ihr Verhalten. Und das, was ich am Anfang mit meinen Leuten mache, die zu mir kommen, die kommen ja immer zu mir, um Ziele zu erreichen. Also zu mir kommt ja entweder einer, der sagt, ich will mehr vom Leben, mehr Karriere, mehr Status, mehr Anerkennung oder weniger Angst, weniger Beziehungsstörung. Jetzt kommt da keiner zu mir, der sagt, ich wollte Ihnen nur noch mal sagen, ich bin sowas von zufrieden und so, zahle ich auch jetzt dafür, dass ich das mal gesagt habe. Ja? Sondern es kommen ja immer Leute, die mit der Gegenwart unzufrieden sind. Die mit der Schöpfung, mit dem, was ist, unzufrieden sind. Die keinen Frieden geschlossen haben mit dem, was ist, sondern es muss immer anders sein, als es ist. Und wenn Sie sich nur eine Sache merken wollen, so für UF gestellt sein, dann wäre es dieser Satz, dass Sie sich mal beobachten, wie häufig Sie denken, das sollte nicht sein. Ich mache diese Übung häufig und ich bin immer noch erstaunt, wie häufig ich ganz spießig immer denke, das sollte nicht sein.
Aber das sollte doch nicht sein. Also die Mutter von Max, meinem Fußballfreund, die ist jetzt ungefähr so 90, die hat so ein Lieblingsklagelied. Die sagt immer, wenn ihr was nicht gefällt, ich verstehe überhaupt nicht, dass da die Polizei nicht eingreift. Ich bin am Nationaltheater vorbei in München und da verengt sich die Straße, also der Bürgersteig auf der linken Seite. Rechts sind Autos und vor mir gehen wirklich gut gelaunte 4, 5 Italiener. So in der Reihe, ich konnte nicht vorbei. Und da habe ich sofort gemerkt, wie so eine Stimme in mir, von der erzähle ich noch, gesagt hat, Ithaka, Mama, wie gehen die denn hier? Das sollte nicht so sein, die sollten hier nicht so gehen. Weil ich konnte nicht vorbei, ich habe es eilig. Ich hätte dann draußen rum, die Italiener, das ist ja typisch, die labern da rum, Himbeer, Toni, Laberfred, ja. Ist erstaunlich, obwohl ich da versuche, also wenn man sagen, die Menschen zu respektieren, kommen dann immer wieder so Rückfälle. Es sollte nicht sein. Wissen Sie, wie die wirklich gehen sollten? Die sollten deutsch gehen. Nicht so individuell italienisch, sondern im Gänsemarsch. Das wäre doch viel besser. Wenn diese Italiener, wenn die im Gänsemarsch gingen, eins nach dem hinter, dann könnte ich da rechts vorbei. Aber die gehen natürlich individualistisch, chaotisch, italienisch. Berlusconi, klar. Ja, die gehen eben so. Ja. Überlegen Sie mal, obwohl wir doch nicht mehr so ganz so spießig sind, sind wir doch ganz schön spießig. Wir meinen immer, es sollte anders sein, als es ist. Es ist Wahnsinn. Auch schon als junger Mensch beobachtet man, das sollte doch nicht sein, das gibt's doch nicht, aber es gibt's doch gerade. Da kam einer zu mir und sagte, Korsen, die haben mich rausgeschmissen, das gibt's doch nicht. 30 Jahre habe ich für die Firma alles gemacht und jetzt schmeißen die mich raus, das gibt's doch nicht. Ich sage, zeig doch mal den Brief, da steht's doch drin, das gibt's doch. Damit verdiene ich mein Geld, schon gesagt. Ich muss den Leuten immer nur sagen, dass das, was ist, das ist. Mir ist nicht. Ja, das gibt's. Aber mein Mann hat mich verlassen seit 2 Jahren. Er hat geschworen, bis dass der Tod uns scheide. Und jetzt hat dieses Schwein, hat mir eine gesagt, mich mit meiner besten Freundin, dieser Tussi, verlassen. Das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sage, wo ist er denn jetzt? Ja, in Hamburg in der Milchstraße. Ich sage, no, das gibt's doch. Da ist er jetzt, in Hamburg in der Milchstraße. Merken Sie den Witz. Die Leute sind gegen das Leben. Das darf nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Das ist eine Schweinerei. Nein, es ist doch da. Die gehen da vor mir. Es ist Fakt. So, wie erschaffe ich jetzt meine Wirklichkeit? Indem ich in meiner Software irrationale Muss-Annahmen habe. Irrationale Muss-Annahmen, wie das Leben zu sein hat. Und je mehr irrationale Muss-Annahmen ich habe, wie ich sein muss, darum mögen Sie sich ja nicht, ne, der sich gemeldet hat, weil Sie so hohe irrationale Muss-Annahmen haben von Ihrem perfektionistischen Papa oder so, übernommen, wie Sie zu sein haben. Ich muss alles, was ich lese, sofort verstehen. Ich lese was, habe ich sofort kapiert. Ich muss auch anwenden können, ich muss so sein, ich muss mir alles behalten können, ich muss mit meiner Freundin so sein, ich muss und ich muss immer können müssen und so weiter. Ja, ich muss. Und je mehr irrationale Muss-Annahmen ich habe über mich, über das Leben, das darf nicht so gehen, das muss linear nach oben gehen. Deshalb geht es vielen Leuten so schlecht in der Wirtschaft. Die haben die irrationale, sag ich ja, verwirrt im Denken, darum geht es einem schlecht. Die haben die irrationale Muss-Annahme, dass es linear nach oben gehen muss. Das stimmt aber nicht, es ist gegen das Gesetz. Alles wiederholt sich, Yin und Yang, wie die Chinesen sagen, auf und ab. Das ist ein Gesetz des Lebens. Warum, nur warum müssen die Blumen verblühen? Mein Gott, damit sie wieder blühen können, Schätzchen. Ja? Das ist das Gesetz. Sie müssen verblühen, damit sie blühen können. Ich bin aber dagegen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte über den zweiten Erleuchtungssatz. Der erste hieß, na, wissen Sie es noch, wo ich bin, will ich sein. Alles andere war mir bisher in meiner Vorstellung zu teuer. Der zweite heißt, was ist, ist. H2O fällt vom Himmel, unschuldiges Wasser, Sauwetter. Die nicht unterscheiden können zwischen dem, was ist und zwischen dem, was sie denken, die sind auf die Dauer mental nicht stabil.
Weil sie immer meint, das, was sie denken, das sei draußen. Das stimmt nicht, das ist verwirrt. Es gibt keine Sauereien da draußen. Auch keine gehirnamputierten Vollidioten. Arschloch. Ja? Blödmann. Nein. Das ist nur meine Wirklichkeit, die ich mir erschaffe. Der macht das nicht, was ich will, und dann gebe ich ihm Namen. Nur ich bin nicht so klar im Denken, dass ich kapiere, dass es mein Problem ist. Ich denke, es sei sein Problem. Und deshalb kann ich warten und warten und es ändert sich nichts. Also, achten Sie mal drauf, was ist, ist. Wie ist Bernd, mein Tennispartner, mit dem hier umgegangen? Und was hat das ihn gekostet? Fuerteventura, Kanarische Inseln, vor 12 Jahren ungefähr, Prospekt, aha, da Club Aldiana, gibt es auch Tennisplätze, fahre ich mal hin. Gegen mein Vorurteil, dass Cluburlaub blöd ist, doof. Ich hatte gerade mit meinem Freund, mit meinem Wachstumsfreund Leo, wir machen immer so Übungen, um uns zu entwickeln. Wir haben einmal einen Monat, haben wir einen Satz gehabt, was du mit Schaum vor dem Mund ablehnst, ist günstig für dich, um zu wachsen. Also wenn sie mit Schaum vor dem Mund sagen, blödes Münchner Oktoberfest, sowas Blödes und Peinliches und Deutsches, obwohl nur noch Australier da sitzen und Neuseeländer, ja, über meine Leiche. Aber wenn sie sich entwickeln wollen, sollten sie dorthin. Weil wenn sie überwertig was ablehnen, ist es ein nicht integrierter Teil ihrer selbst. Nochmal, wenn sie überwertig Blödheit, Geiz, Dummheit, Geilheit ablehnen, dann ist es ein nicht integrierter Teil ihrer selbst. Dann getrauen sie sich das nicht selber zu. Dann sind sie katholisch erzogen und sagen, gitti, gitti, gitti. Und dann müssen sie das projizieren in andere und die erschlagen. Ihr eigenes Dunkles projizieren sie dann auf andere und erschlagen es. Das werden sie häufig merken. Ne? Ganz klar. Ne? Projizieren das sogenannte Dunkle auf sie. Ist nicht so einfach. Aber man wächst daran. Also, Bernd ist ein sehr guter Tennisspieler und ich merke schon, 2 Klassen besser als ich. Und ich komme aber mit viel Ehrgeiz und Zunge raus ins Endspiel. Immerhin. Und ich hatte großes Glück, weil gegen jede Voraussage war ein Change über Fuerteventura gekommen. Es hatte geregnet. Im Prospekt stand drin, Juni, Juli, nur Sonne. Sie hatten auch so eine Sonne hingemalt, die so lacht. Ja? Man kann sich auf heute auf nichts mehr verlassen. Die lügen sozusagen wie gedruckt. Ja? Es hatte geregnet, und zwar im Juni. Es war aber großes Glück für mich, das werden Sie gleich noch rausfinden, warum. Übrigens ganz komisch mit dem Change. Ich habe so viele Aufträge jetzt seit 5, 6 Jahren, noch länger, weil Change-Seminare, Vorträge über Change. Okay, das ist immer gut, wenn es so ein Modewort gibt, dann kann man das irgendwie formulieren. Ich komme dann und halte einen Vortrag über Umgang mit dem Change. Wenn das heißt Umgang mit dem Leben, würden nicht so viel kommen. Ja, aber Change ist doch nichts anderes als das hier. Das ist sowas Normales. Das ist doch nicht, jetzt kommt der Change, der Change. Nein, das ist sowas Komisches. Ja, das ist doch das Leben. Hier, heute ist etwas schneller als früher, aber wo ist denn dann Change? Ja, das ist das Leben. Der Stau ist ein Teil von Schnellfahren. Wenn Sie demnächst im Stau stehen, merken Sie das mal, Sie haben sich für den Stau entschieden. Sonst sind Sie verwirrt. Kein Wunder, dass es einem so schlecht ist. Tritt man durch, scheiß Stau, gibt dem Stau einen Namen, das ist ein unschuldiger Stau. Es gibt doch nicht mal einen Stau, auch das denken Sie nur. Es gibt nur Autos, die hintereinander stehen. Längster Parkplatz dieser Welt, und ich war dabei, kann man ja auch denken. Wer ein Auto fährt, wer sich ein Auto gekauft hat, hat sich für den Stau entschieden, hat den Stau mitgekauft. Das ist eine tolle Erinnerung an das verwirrte Denken. Wenn Sie sich verlieben, dann haben Sie die Trennung mitgekauft. Lassen Sie sich bloß nicht ein. Das wäre ja blöd.
Da kann man ja verlassen werden. Machen Sie das nicht nochmal. Ja, das war einmal was, hat es gereicht. Die Männer und so, nee, mit mir nicht. Lassen Sie sich nicht mehr ein, dann sind Sie schlau. Ich kenne einen, der wird nie mehr verlassen. Fährt eine Harley und so, ist beim Psychiater wegen Depressionen, aber immerhin. Er lässt sich nicht mehr ein, ist zu teuer, so eine Beziehung. Also, wer sich ein Auto kauft, hat den Stau mitgekauft. Sie können beim ADAC anrufen und sagen, ich bin im Ballungsgebiet Berlin, ich fahre 30.000 Kilometer im Jahr, sagen Sie mal, wie viele Stunden ich im Stau stehe. Das sagen die Ihnen ziemlich genau. 168. Was, so lange bin ich denn blöd? Ich fahre kein Auto mehr. Okay, fahr doch kein Auto. Und dann kaufe ich mir ein Auto. Weil ich ein Schnäppchenjäger bin. Ich habe mir das hochgerechnet. Naja, 168 Stunden ist ja gar nicht so viel auf eine halbe Stunde. Ja, das geht doch noch und es rechnet sich noch. Wir sind Schnäppchenjäger, es rechnet sich noch. Aber ich brauche doch dann nicht mehr über den Stau zu jaulen. Weil das ist es ja, das ist das Leben. Bernd, und das war das Tolle, Bernd war, wollen wir mal sagen, mental nicht so stabil und hat das als eine Sauerei empfunden, dass das Leben nicht so ist, wie er sich vorgestellt hat, auch weil man gesagt hat, immer nur Sonne. Hat er also genörgelt, gejault, er hat gesagt, Fuerteventura ist doch überhaupt keine Tennisinsel, das ist eine Surfinsel. Dachte ich, Mensch, das ist aber Bernd, und das ist nicht so gut drauf, das ist günstig für mich. Wir gehen mit unserem Kalaschnikow sozusagen auf den Duellierplatz. Da sagt er, bei so einem scheiß Wind kann man überhaupt nicht spielen. Und da habe ich gedacht, ich kann ihm ja so ein bisschen helfen noch, dass er schlecht drauf ist. Ich habe gesagt, genau, bei so einem Wind kann man gar nicht spielen. Das ist noch im Bereich der Fairness, würde ich sagen. Man hilft einem, Recht zu haben, dass das Leben scheiße ist und so. Genau. Ja, besonders, wenn man hinter Punkte machen will. Das schafft doch keiner. Nö, glaube ich auch nicht. Das kann ja gar keiner schaffen. Ich schon. Ich sage jetzt nicht das Wort mit SCH, weil es zu teuer ist. Ich bin ja am Anfang mit den Klienten, sage ich, schreiben Sie mal alle Ihre Definitionen auf übers Leben. Was ist für Sie Ehe, Karriere, Erfolg, Kindererziehung, ja, Sex, was ist das für Sie? Ist Liebe Sex, ist Freundschaft? Ja, was ist das eigentlich? Aufschreiben. Das ist ganz interessant. Also bevor Sie heiraten, noch mal vorher. Ja. Sie sagt, Sex ist Einklang der Seelen. Er sagt, ich zeig's dir, Baby. Ja. Da gibt es ziemlich schnell schon in der Hochzeitsnacht schon Schwierigkeiten. Ja. Also schon mal die Definition aufschreiben vorher, dann müssen Sie gar nicht mehr heiraten. Ja. Was sind deine Definitionen von Dings und so? Und wenn ich dann die Stoffsammlung gemacht habe, der Software, die Untersuchung der Software, Softwareuntersuchung, Muss-Annahmen abfragen, wie muss meine Mama sein und so weiter, wie muss ich sein, wie muss der Professor sein, was sollte alles sein? Und dann werde ich Kostenrechner, dann sage ich, okay, Sie wollen ja jetzt dort und dorthin, ist diese Software günstig, um das Ziel zu erreichen? Und dann stellt sich heraus, oh ja, die Definition über Ehe, oh, die ist äußerst ungünstig für eine langdauernde Beziehung. Besonders für eine nährende Beziehung. Wenn Sie eine vergiftende Beziehung haben wollen, ist die Definition nicht schlecht. Und so war es beim Bernd. Bernd hat das Wort mit SCH mindestens 20 Mal gesagt. Ich sage es Ihnen deshalb nicht, weil, wissen Sie, so neurobiologisch und so neuronale Verschaltungen, immer wenn Sie dieses auf Französisch merkt, ist es gar nicht so ordinär. Das Wort mit SCH ist ungünstig, das können Sie sich mal ausrechnen, weil Sie damit Ihre Seele auf Dauer färben. Marc Aurel, römischer Kaiser, hat gesagt, auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Auf Dauer nimmt die Seele, mein Vegetatives, die Farbe meiner Gedanken an. Sie können sich vorstellen, wenn Sie das Wort mit SCH sehr häufig sagen, welche Farbe Ihre Seele auf Dauer annimmt. Und da Sie nur dem begegnen, was in Ihnen ist, sehen Sie dann die Farbe nur noch draußen. Das haben Sie schon mal kapiert, ne? Dass Sie nur das sehen können, was in Ihnen ist. Sie sind göttlich. Wenn Sie sich irgendein Auto kaufen wollen, irgendein altes Auto, ein Simca, den kennt doch keiner mehr,
Aber Sie wissen, wie ein Simka ausschaut, plötzlich sehen Sie ihn überall. Der ist ja vorher auch auf Ihre Netzhaut gefallen. Aber da haben Sie ihn nicht wahrgenommen. Sie können nur das sehen, was Sie schon wissen. Sie können nur das sehen, was Sie als Bild in sich haben. Das ist der Zufall, nicht? Das fällt Ihnen dann zu. Plötzlich sehen Sie überall das Auto. Wenn Sie nach Rom wollen, plötzlich sehen Sie, alle fahren nach Rom. Was ist denn hier los? Alle Idioten fahren nach Rom, wenn ich nach Rom will. Nein, weil Sie Rom in sich haben, sehen Sie draußen Rom. Wenn Sie Misstrauen in sich haben, sehen Sie überall draußen Gangster. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit. Ist das nicht fantastisch, dass wir immer nur dem begegnen, was in uns ist? Darum ist es so wichtig, seine Software anzuschauen. Was habe ich denn in mir? Wem begegne ich denn? Und ich begegne dem, was ich als Bild in mir habe. Alles andere kann ich nicht wahrnehmen. Ich glaube, nur 5% von dem, was auf die Netzhaut fällt, nehmen wir nur wahr, weil wir davon Bilder haben. Bernd war also ein alter Meckerer und Nörgler und hat natürlich deshalb immer verglichen, gestern sind die Bälle noch so gesprungen, jetzt ist dieser blöde Change über uns gekommen und da war das noch normal. Da hat er gesagt, auf so einem, ich sage jetzt anstatt Scheiß, sage ich immer blöd, ne? Und Sie können dann Scheiße denken. Also auf so einem blöden Acker springt doch kein Ball hoch. Da habe ich gedacht, das wird mich wundern, wenn der da hochspringt. Dann hat er gesagt, dieses Netz ist so verwahrlost wie die ganze Anlage. Habe ich gesagt, ist mir auch schon aufgefallen. Dann hat er, die Idioten haben da keine Bänke hingestellt, dass wir uns ausruhen können. Sag ich, das finde ich aber äußerst rücksichtslos. Genau. Also ich habe ihm echt geholfen, sich schlecht drauf zu denken. Das hat man auch dann im Spiel gemerkt. 3-0 schon für mich, obwohl ich wirklich viel schlechter Spieler sehr. 3-0 für mich, weil er war immer noch mit sich und dem Leben und dem Stirb und Werde beschäftigt und hat sich nicht auf die Punkte konzentriert. Da arbeite ich ja mit Sportlern, weil die das häufig auch nicht mehr können. Die sind nur noch hier. Oh Gott, hoffentlich wird es nicht wieder wie in Dortmund, wo ich vorbeigeschossen habe. Und dann schießen sie wieder vorbei. Dann sind wir, haben wir angefangen, 3-0, 4-0, 5-0. Dann hat er sich Namen gegeben. Namen geben heißt Sauwetter, Sauladen, ich Blödmann, du Beziehungsgestörter, Borderliner. Wie ich noch privat beraten habe, ist ein Student zu mir gekommen und sagte, er sei ein beziehungsgestörter Borderliner. Sag ich, wo haben Sie denn das her? Sagt er, hat meine Freundin gesagt, ich sei das. Und dann sage ich ja immer, also immer wenn Ihnen einer einen Namen gibt, dann fragen Sie mal, wo haben Sie den enttäuscht? Ja, also dass er Ihnen Namen geben muss, um Sie dann zu manipulieren damit. Und dann sagt er, ja, das sagt sie besonders immer, weil ich nicht Löffelchen liegen will mit ihr. Wissen Sie, wie das geht, Löffelchen liegen? Wissen Sie, wie das geht? Wie geht das? Wie macht man wie liegt man Löffelchen? Ja, ja, die Männer dürfen das nicht wissen, das ist so eine kindische Nummer da. Ja? Sondern also mit dem Po, ja, am Rücken so, mit dem Bauch, am Po, dass man so wie Löffelchen, wenn die so eingeordnet werden, Löffelchen liegen. Und sie hat gesagt, weil du das nicht willst, bist du beziehungsgestört, weil du Nähe nicht ertragen kannst, bist du auch ein Schizo. Also du bist ein beziehungsgestörter Borderliner. Und immer wenn ihnen einer Namen gibt, fragen sie sich mal immer, was will er denn von mir? Und dann liegen sie richtig. Das hat mit ihnen nichts zu tun. Es ist völlig normal, nicht immer so eng, Luft, ja. Das ist völlig normal. Und wenn Ihnen einer Namen gibt, ist es immer sein Ding. Es hat mit Ihnen nichts zu tun, sind im Sinn der griechischen Tragödie der unschuldige Auslöser für seinen Speicher. Also Bernd, nur Namen gegeben, auch sich selber, er hat dann geschrien, Bernd, du Idiot, reiß dich zusammen. Dann hat er seine Oma mit reingezogen. Und hat geschrien, ich spiele wie meine Oma. Nun kannte ich die nicht und konnte nicht sagen, genau. Dann hat er auf seinen Schläger geschaut und mit dem Kopf geschüttelt. Kennen Sie das? So scheiß Computers gäbe es doch nicht. Ja? Also es war die Hölle. 6-0 im ersten Satz. Im zweiten Satz, ich hatte fast Mühe, ihn nicht zu schonen, weil das tat mir richtig leid, wie so ein kleines Kind da im Kindergarten, was vor sich hingreint. Und dann habe ich mir aber Steffi Graf vorgestellt, also früher die Weltranglisten, erste, die hat immer gnadenlos 6-0, 6-0. Obwohl ich gelesen habe, dass sie immer einen großen Respekt vor ihrer Gegnerin hatte, aber das waren zwei Dinge. Ja, also 6-0, 6-0.
Also habe ich wieder auf die Nähte des Balles geguckt. Man muss nicht mehr machen als auf die Nähte des Balles und den Ball einmal mehr rüber als der andere. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Dann 2-0, 3-0, dann hat er angefangen, wahrscheinlich auch aus Stress, hat eine Realitätsverzerrung bekommen, Wahrnehmungsverzerrung, hat Bälle ausgegeben, die an sich drin waren. Er hat dann immer geschrien, out, so auf Englisch, so Wimbledon, out. Ich sage, Bernd, der war doch noch drin. Der war noch drin, Bernd. Er sagt, nein, der war out. Sag ich, okay, du bist ja näher dran. Dann haben aber die 4, 5 Zuschauer, die sich da eingefunden haben, haben meine Partei ergriffen und haben gesagt, Bernd, also echt Bernd, der ist noch drin gewesen. Hat er gesagt, nein, doch. Dann hat er Schnauze geschrien. Die mochten ihn dann nicht mehr. Dann hat er, wo ich bin, will ich sein. Nämlich nicht persönlich. Ja? Dann hat er 6-0, 6-1 verloren und sie haben dann einmal sogar geklatscht, wie er einen Fehler gemacht hat, weil sie natürlich ihn nicht mochten. Also 6-0, 6-1, dann hat er mir die Hand gegeben und hat gesagt, also ich verstehe überhaupt nicht, dass ich gegen dich verloren habe, ich spiele mindestens 2 Klassen besser als du. Sag ich, ja, das stimmt, Bernd. Möchtest du immer wissen, warum du aus meiner Sicht verloren hast? Man beachte diese respektvolle Kommunikation. Also möchtest du mal wissen, ne, warum du aus meiner Sicht verloren hast? Sie hätten ja nicht so viel gestörte Beziehung zu ihren Eltern, wenn Mama und Papa immer vorher fragen würden, möchtest du mal wissen, wie ich das so einordne, was du da so machst? Die sagen das ungefragt. Ja, also einer der... Das können Sie sich mal merken. Vielleicht, ja, das kann man sich merken, weil das ist eine ganz wichtige Information für Beziehungen. Die Liebe währet ewiglich, keine Scheidung, immer nur das Lachen im Gesicht. Ja, wenn Sie diese 4 Sachen einhalten, das sind die ungünstigen 4, dem anderen nichts einreden, dem anderen nichts ausreden, keine ungefragten Beurteilungen, 3-mal unterstrichen, und keine ungefragten Ratschläge. Das schaffen Sie in einem Leben nicht, aber da müssen Sie nochmal kommen. Aber es macht wirklich Spaß, ja, dass man nicht mehr darauf wartet, dass der andere sich ändert, sondern der Selbstentwickler fängt bei sich an, dem anderen nichts einreden. Das ist doch schön da, wir haben Sie da jetzt da unten in den Keller gesetzt, da können Sie jetzt ganz alleine arbeiten, das wollten Sie doch immer. Das ist nicht schön. Doch, das ist ganz schön. Ja, da haben Sie Ihre Karteikarten, die können Sie auch nennen. Dem anderen nichts ausreden, muss doch keine Angst haben, Schätzchen, ich bin doch bei dir. Ach, wie alt bist du eigentlich? 28, da muss doch keine Angst mehr haben. Nein, nichts ausreden. Keine ungefragten, 3-mal unterstrichen Beurteilungen. Ja, kein Wunder, dass du es nicht geschafft hast, weil du so warst. Hat die einer gefragt. Also das ist, mein Blog ist ungefragte Ratschläge, weil ich ja der Schlauberger bin und alles weiß. Aber meine Frau coacht mich und ich bin jetzt 32 Jahre verheiratet. Und sie sagt, langsam merkt sie den Fortschritt. Also es geht nicht so schnell. Aber wenn man dranbleibt an der Sache, das ist fantastisch, dieser Respekt vor dem anderen. Sie wissen, dass jeder Recht hat in seinem Angst- und Denksystem. Es hat noch nie einer einen Unsinn erzählt. Noch nie. Ihre Mama nicht, ihr Papa nicht, ihr Bruder nicht, ihre Freundin nicht. Die haben alle Recht in ihrem System. In ihrem Angstsystem, sich zu blamieren und dass man ihnen drauf kommen könnte. Und in ihrem Denksystem. Also wenn sie es wirklich irgendwann mal ernst nehmen, sich zu entwickeln, dann nehmen sie nur einen Satz raus, sei es aus dem Kalender oder von mir irgendwas. Und diesen einen Satz lesen sie jeden Morgen, vielleicht ein halbes Jahr. Und dann hat man festgestellt, dass man dadurch die Software umprogrammieren kann. Und Erkenntnis ändert nichts. Das ist erstaunlich. Sie können noch so viel Erkenntnis haben über psychologische Zusammenhänge. Ja, und die Mädels mögen das und ja, und Männer und so. Lesen über Frauen kommen von der Venus, Männer vom Mars. Ah ja, interessant. Es bringt nichts. Weil das, was eine neuronale Verschaltung im Gehirn macht, ist nur eine Erfahrung, keine Erkenntnis. Erkenntnisse machen keine neuronalen Verschaltungen im Gehirn. Sondern nur Erfahrung. Also müssen Sie eine Erkenntnis festhalten sehr lange, damit Sie eine Erfahrung machen. Und dann erst gibt es eine neuronale Verknüpfung und dann gibt es eine Entwicklung. Also Beispiel, mir hat einer angerufen und sagt, ich habe diesen Satz ein halbes Jahr gelesen. Jeder hat Recht in seinem Angst- und Denksystem.
Jeden Morgen. Und ich habe natürlich meinen Kindern dadurch länger zuhören können, weil ich ja immer gedacht habe, naja gut, auch wenn der da so einen Unsinn redet, in seinem System stimmt das. Papa, ich will Drogendealer werden. Ah ja, erzähl mal. Ich bin ja nicht blöd, 2000 Euro zu verdienen im Monat. Ich verdiene 20. Ja, erzähl mal. Ah ja, und so. Ja. Also mein Gott, in seinem System, dass er dich nicht anstrengen möchte und so, hat er ja recht. Also ist es nicht schön, mal mein Kind kennenzulernen? Mal so die Software abzuklopfen? Ja, also was hat denn der für Sachen in seiner Birne sozusagen? Und da höre ich ihn doch mal zu. Und nicht, so einen Unsinn will ich nicht von dir hören. Ja, den kann ich doch überhaupt keinen Menschen führen, keinen Mitarbeiter führen, wenn ich gar nicht weiß, wie denkt er denn eigentlich? Dann haben, nach einem halben Jahr hat er ein positives Feedback von den Kindern gehört. Die Kinder haben gesagt, ey Papa, du bist irgendwie cool und so. Natürlich, weil er nicht mit permanent rumgeschrien hat und beurteilt und beratschlagt. Ja, ey, du bist cool, also bessere Beziehung zum Papa. Die Frau war ganz begeistert, sagt, Mensch, du bist irgendwie so gelassen, nimmst du Psychopharmaka oder irgendwas? Meditierst du, du bist so ruhig? Und seine Mitarbeiter haben gesagt, Chef, seit einiger Zeit laufen unsere Montagkonferenzen sehr viel wirksamer, ja, weil er nicht mehr so viel redet, sondern zuhört. Und jetzt hat er Erfahrungen gemacht, die günstig waren. Wir ändern uns nur, wenn es günstig ist oder ungünstig. Also wenn es Vermeidung von Unlust, Maximierung von Lust, das ist unser Steuermechanismus. Maximierung von Lust, Vermeidung von Unlust. Und das war Lust, er hat es wiederholt. Also wenn Sie was entwickeln wollen, nehmen Sie sich einen Satz, den Sie brauchen für Sie, und sagen, Mensch, das wäre ganz günstig, wenn ich dann Beziehung oder Überwindung, Schmerz ja sofort, ist zum Beispiel so ein Satz, wenn man sich nicht so schnell überwindet, weil man weiß, dass psychosomatische Störungen oder auch private und berufliche Pleiten Folgen von Schmerzvermeidung sind. Ich habe mich wieder mit befasst, mit psychosomatischen Störungen. Also falls Sie psychosomatische Störungen haben, naja, so früh hat man sie noch nicht, ja vielleicht doch schon so Magenschmerzen, immer hier irgendwas, ja, dann fragen Sie sich mal, welche Unlust vermeide ich, wo konfrontiere ich nicht, wo sage ich nicht nein, bis hier und nicht weiter. Oder wo sage ich nicht klar ja? Stress ist häufig die Folge von Nein, Denken und Ja sagen. Stress ist häufig die Folge von Nein, Denken und Ja sagen. Schmerz, ja sofort, ist die intelligenteste Form, mit dem Leben umzugehen. Also lieber jetzt die kleine Überwindung zum Zahnarzt zu gehen, obwohl ich den Zahnarzt hasse. Ja, dann musst du, wenn du ihn schon so hast, dann geh doch sofort hin. Das ist einfach schlau, du Schnäppchenjäger. Ja? Weil wenn du sofort hingehst, dann tut es ein bisschen weh. Ja? Also lieber für den freiwilligen Schmerz mich zu entscheiden, als wenn das Schicksal ihn mir irgendwann zuteilt. Ja? Lieber für den kleinen Schmerz. Ein kluger Mensch macht eine große Sache, wenn sie noch klein ist. Es gibt doch bestimmt auch Sachen, so ich habe ja so früher Studenten aufs Examen hingecoacht, und da war das ein ganz wichtiger Satz, Schmerz ja sofort. Ja, weil lieber jetzt noch hin und das noch machen, das wird immer schlimmer. Ja, also lieber den kleinen Schmerz als den großen Schmerz erleiden. Also lieber sofort zum Zahnarzt, anstatt erst mit Vereiterten. Und das können Sie auf alles hochrechnen. Ich habe auch früher Eheberatung gemacht. Viele Ehen wurden nur geschieden, weil man nicht früh genug konfrontiert hat. Einfach mal gesagt, du Schätzchen, also ich liebe dich noch und das ist ungünstig, das mag ich nicht. Ah, lieber nicht, dann weint er oder sie. Ja? Man vermeidet immer Schmerzen. Gucken Sie doch Ihre Beziehung an. Warum gehen die denn irgendwann kaputt? Weil sie nicht einfach sagen, du, also ich liebe dich sehr und ich möchte immer bis um 10 im Institut arbeiten. Ja, willst du mich denn nur am Samstagabend sehen? Ja. Nur am Samstagabend. Aber nach der Sportschau erst. Das ist mir zu wenig. Och, Schätzchen, das tut mir leid. Kann ich dir ein Süppchen kochen, weil es dir so schlecht geht? Ja, aber du liebst mich nicht. Doch, ich liebe dich in meinen Möglichkeiten. Das ist mir zu wenig. Och, das wäre schade. Ja? Ich bekenne mich dazu, dass ich am liebsten im Institut sitze, weil da quatscht mir keiner blöd rein. Ja, der Computer, den habe ich im Griff. Ja, aber wenn diese komischen Bedürfnisse da kommen und geh mit mir mal in den Tiergarten, oh Gott, was soll ich im Tiergarten? Oder meine Eltern möchten, oh gell, meine Eltern möchten mich kennenlernen, muss das sein? Ja, du liebst mich doch, ja, aber nicht so mit all den Dingen da. Und so, ja?
Also wirklich Schmerz, ja, sofort. Dann ist die Beziehung sofort beendet. Viel besser als noch nach einem halben Jahr. Schuldgefühlen und Magenschmerzen. Schmerz, ja, sofort. Ich liebe dich nicht mehr. Was? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Heißer Tipp, wenn Sie sich trennen wollen, erklären Sie nie, warum Sie sich trennen wollen. Dann versucht der andere es noch zu verbessern, dann dauert es länger. Das schafft es sowieso nicht. Ja? Wenn Sie sich trennen wollen, sagen Sie einfach, du Schmerz, ja, sofort. Ich habe mich sehr bemüht, ich war verliebt in dich, ich habe mich sehr bemüht und die Liebe ist verflogen. Alles kommt und geht. Schätzchen, der Zauber ist vorbei. Dann wird geweint und das ist ehrlich und fair. Ja, aber warum liebst du mich nicht? Weiß ich nicht. Nicht sagen, weil du nicht so gemacht hast, wie ich es mir vorgestellt habe. Und so. Nein, dann ich mache es jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast. Nein, keine Erklärung. Aber auch nicht, wie es gerade wieder einem Freund, nein, der hat es völlig falsch gemacht, der hat zu seiner Frau gesagt, nach 7 Jahren getrennt, hat er gesagt, Schätzchen, sei doch ehrlich, es war doch von Anfang an schon der Wurm drin. Das ist einfach nicht liebenswürdig. Ja, also merken Sie das jetzt nicht, so, also wenn Sie kurz verheiratet sind, gleich sofort, Schmerz, ja sofort, Schatz, ich schon nach einem halben Jahr, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Weil wenn man noch verliebt ist, dann ist man natürlich bereit, auch mal Kompromisse zu schließen. Aber wenn man schon ausgebrannt ist, dann ist es zu spät. Ja, also ein heißer Tipp, Schmerz, ja sofort, ist keine Sadomaso-Anweisung. Ja, sondern hat was damit zu tun, mit Wachstum, mit Klarheit. Und es ist fair, dem anderen zu sagen, ich mag das nicht. Wir sind nicht auf dieser Erde, um Leute zu schonen und sie zu belügen. Aber authentisch zu sein und nicht bösartig. Nicht sagen, du Hexe oder so. Nein, du Uschi oder Erwin, ich habe gekämpft um meine Liebe, ich liebe dich nicht mehr. Was heißt das? Ja, ich ziehe aus. Weil ich habe keine Lust, mit Leuten zusammenzuleben, die ich nicht liebe. Ja, aber ich zahle auch die Miete. Okay, können wir einen Deal machen. Also, ich bleibe noch bei dir und ich putze dir das Auto und die Miete. Und man kann ja auch zusammenleben, aber nicht mehr unter dem Kontext Liebe. Das, ganz viele Leute gibt es das, die nicht mehr im Kontext Liebe zusammenleben, sondern im Deal. Und wenn man das sehr, sehr offen macht, dann macht das nicht krank. Leute sind nur deshalb krank, weil sie nicht authentisch sind. Weil sie nicht Schmerz ja sofort machen. Heißer Tipp. Also, Bernd, möchtest du mal wissen, warum du aus meiner Sicht verloren hast? Ja, erzähl mal. Bernd, du hast ja nur gemeckert, du hast dich ja nur beschwert. Merkst du mal, das Leben ist ja schon nicht ganz so einfach, aber du hast dich ja noch freiwillig beschwert, du hast ja noch 25 Kilo immer noch auf die Schulter rauf, ohne Not. Das musstest du nicht tun, das hast du freiwillig getan. Du hast dich übers Leben beschwert, du hast dem Leben Namen gegeben. Blöder Wind, blöder Acker und so weiter. Du hast dir selber Namen gegeben, du hast dich auch selber über dich beschwert. Bernd, du Idiot, du voll der Macht. Und du hast dich über die anderen beschwert. Schnauze! Du warst gegen alles, Bernd. Ja, das stimmt, hat er gesagt. Meine Frau sagt auch, ich sei so mangelorientiert. Schöner Satz, ne? Also wenn einer so richtig mistig drauf ist, der guckt immer auf das, was nicht funktioniert. Also wenn Sie es immer richtig depressiv machen wollen, machen Sie es einfach mal. Schauen Sie immer auf das, was nicht funktioniert. Da sind Sie ganz schnell depressiv. Sie finden immer was. Wenn man erstmal schon so guckt, so ein Rabattmarkenheft anklebt auf, das kann doch hier nicht stimmen, da ist doch was faul, da werden Sie schon was finden. Und dann habe ich Bernd den Satz gesagt, und der ist natürlich gut für Sportler jeder Art, wir sind ja irgendwann auch Sportler. Wer gegen das Leben ist, macht weniger Punkte. Wer gegen das Leben ist, dass alles kommt und geht, dass alles fließt, macht weniger Punkte. Also positiv, wer für das Leben ist, wer dafür ist, macht weniger Punkte. Weil er verliert nicht so viel Energie, sich darüber aufzuregen, dass es ist. Und jetzt kommt die Philosophie des Selbstentwicklers. Die Philosophie des Selbstentwicklers heißt, ich bin grundsätzlich für alles, was ist. Korsner, bist du blöd, kannst du sowas nicht sagen. Also, kannst du dich dafür sein, dass da in Afrika Leute verhungern und die EU, die zerstört hier Butterberge und die Bauern gießen die Milch ins Feld. Kannst du nicht dafür sein? Ich sage, nein, das ist eine andere Ebene. Das ist philosophisch erstmal gesehen. Ich bin grundsätzlich für das, was ist, denn es ist doch schon da und es geht doch nicht weg, wenn ich dagegen bin.
Das ist wahnsinnig komisch, also wirklich intelligente Leute meinen, wenn sie sich aufregen, dass es dann weggeht. Also sie wollen schlafen und da hupt so ein Auto, ja, so immer, und jetzt regen sich darüber auf, sondern dieser Vollidiot hat sein Auto da und regen sich richtig auf. Und ich glaube wirklich, einige denken, wenn sie so richtig aufregen, hört es auf. Das gibt's doch nicht! Er war ein Idiot und so. Nein, es hört nicht auf. Ich bin grundsätzlich dafür, denn es ist schon da. Ich bin grundsätzlich für alles, was ist, in Klammern das Leben. Und jetzt geht's los, jetzt wird sportlich, sonst wäre ich nicht bei den Sportlern. Und jetzt ändere ich es, so gut ich kann, auf mein Ziel, auf meine Ethik hin. Also ich bejahe das Leben ab heute. Das wird einem manchmal schwerfallen, dass man sagt, ich bin dafür, ich stehe im Stau, ich bin dafür. Aber seien Sie doch, gehen in den Stau, der löst sich deshalb nicht auf. Wenn Sie dafür sind, dann können Sie doch Optionen finden, innovativ sein, können Lösungen finden. Wenn Sie dagegen sind, dann sind Sie ein armes Schwein. Dann sind Sie einfach nur dagegen und dann hoffen Sie, dass der Stau, dieser blöde Stau, sich irgendwann mal auflöst. Nein, ich bin dafür und jetzt überlege ich, was kann ich tun? Ich bin grundsätzlich für das, was ist. Ich bin dafür, dass mein Mann, der mir versprochen hat, bis dass der Tod uns scheide, mit meiner besten Freundin jetzt in Hamburg in der Milchstraße wohnt. Ich bin dafür. Natürlich finde ich das furchtbar, aber es ist schlau für strategische Vorgehensweisen. Ich berate ja auch häufig, wie erreiche ich meine Ziele strategisch. Und ich erreiche mein Ziel nicht als jammerndes, bedrohliches Kind oder Eltern-Ich, sondern strategisch. Indem ich cool mir ausrechne, welchen Arbeitsrechtler nehme ich, was kann ich tun, schaue ich mal, was ist mit dem Chef. Ja, also ich bin nicht so wie ein Kind dagegen, sondern ich sage, ich bin dafür und jetzt entscheide ich mich für die beste Möglichkeit. Natürlich, verstehen Sie das nicht recht, also erst können Sie schon mal heulen und Zähne klappern und schreien und auch Namen geben, aber nicht so lange. Also wenn Ihr Dackel überfahren wird, ja, so ein schöner Langhaar-Dackel mit dem bräunen Äuglein und der liegt da auf der Straße, dann will ich nicht sagen, was ist, ist. Ist Fakt. Das habe ich gelernt und was ich hinzutue, bestimmt mein Erleben und Verhalten, was ich hinzutue. Ah ja, was kann ich hinzutun? Ja, ich tue hinzu, danke Waldi für diese Lektion, dass alles stirbt. Alles kommt und geht. Blut, naja, ungünstig. Nein, Sie dürfen ruhig heulen und auch Namen geben und Klagelieder aus Kreta buchen und ja, aber nicht so lange. Bei mir lernt man nicht so lange zu jaulen. Kurz ist es okay, das Gefühl muss doch raus. Aber das, was ich sehe, dass die Leute depressiv werden, weil sie sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass mein süßer, unschuldiger Waldi übergefahren wird und der Boxer von nebenan, der schon 20 Jahre alt ist und eitert und sabbert, der lebt immer noch, das gibt's doch nicht, sage ich doch, das gibt's. Unschuldige, kleine, süße Dackel können überfahren werden. Wenn dann der dritte Dackel da liegt auf der Straße, dann könntest du dich als Dackelbesitzer mal fragen, was wollt ihr mir sagen? Vielleicht habe ich da eine Lektion zu lernen. Und die heißt vielleicht, Mensch, bau doch mal einen großen Zaun um dein Grundstück, dass wir kleinen, süßen Dackel dann nicht immer auf die Schnellstraße laufen. Ja? Was ist denn meine Lektion? Der Selbstentwickler hat ein Credo, und das ist wirklich ein ganz toller Satz, der einen sehr stabil macht, der einen Uf stellt sozusagen. Die Situation ist mein Coach und ich bin ihr Schüler. Die Situation, der Stau, dass mein Mann dort ist und nicht dort, wo ich ihn haben will, dass das Leben nicht so läuft wie ich, ist eine Situation, die mich prüft. Die Situation ist mein Coach. Ich bin also permanent in Trainingseinheiten. Und was kann ich jetzt lernen? Das wäre zum Beispiel toll, falls Sie eine Beziehung haben. Dann könnten Sie ja Ihren Partner, wenn Sie manchmal denken, der ist ja
völliger beziehungsgestörter Borderliner oder ein Psychopath oder ein Perverser, ich weiß nicht was. Dann können Sie sagen, nein, ich habe den kennengelernt, um was zu lernen. Nicht mehr Erwin, du Depp, sondern Erwin, du bist mein Coach. Ich habe dich kennengelernt, um was zu kapieren. Um vielleicht von meinen irrationalen Annahmen, von meinen Enttäuschungen erlöst zu werden. Ist das nicht fantastisch, wenn Sie demnächst zu einem sagen, du hast mich aber enttäuscht, dass der sagt, oh, das freut mich aber. Weil er hat ihn ja wieder eine Täuschung genommen. Ganz wichtig, die Enttäuschung über Liebe. Darum lernen Sie ja so viele Leute kennen. Die brauchen Sie, um enttäuscht zu werden. Damit Sie nicht so viele irrationale Annahmen über Liebe haben. Ja? Und wenn Sie so 3, 4 kennengelernt haben, die Ihnen mal die Täuschung da weggenommen haben, ja, und sich dafür bedankt haben, du Erwin, ich kann mich jetzt von dir trennen, ich bin durch und so, habe alles gelernt, ja, dann irgendwann können Sie eine gute Beziehung führen, wenn Sie keine irrationalen Annahmen haben, wie einer zu sein hat. Der hat überhaupt nichts zu sein, Sie können sich höchstens was wünschen. Also, Ihre Eltern coachen Sie gerade, Ihre Freunde, Ihre Freundin, ist das nicht ein völlig neuer Kontext, der einen sehr mächtig macht, aus der Ohnmacht in die Eigenmacht? Ohnmacht heißt, oh Gott, hoffentlich ändert sich was, hoffentlich ist sie mal anders, hoffentlich versteht mich mein Chef, hoffentlich lobt er mich mal, oh, die Regierung sollte anders sein, oh Gott, die Kinder sollten, oh mein Gott, oh Gott. Hören Sie auf irgendetwas zu warten. Warten macht ohnmächtig und warten macht krank. Ich kenne ungemein viele Leute, die darauf warten, dass sich ihr Partner ändert. Seit 20 Jahren soll er den Mülleimer runtertragen, er hat es nicht gemacht. Loslassen davon, ich trenne sich doch von einem, also wenn mit so einem Zusammenleben, der noch nicht mal Mülleimer runterträgt, trenne ich mich sofort. Und vom nächsten wieder, warum eigentlich nicht? Oder ich sage, mein Gott, habe ich nicht andere Werte, den trage ich selber runter, das ist sowieso viel schneller, als wenn ich ihm das 5-mal sage, ja. Und ich brauche den nochmal, um mir bewusst zu machen, was bin ich bereit für eine Beziehung zu zahlen und was nicht. Wo hört es auf? Ich habe einen ganz tollen Coach, das ist die Deutsche Bundesbahn. Weil ich ja viel reise, habe ich immer noch die irrationale Annahme, dass die dann ankommen, wenn die sagen. Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe, ich bin da relativ bockig. Ja. Aber man sagt ja, die reaktive Depression braucht deine Rechthaberei. Also, falls Sie so merken, dass Sie häufig verstimmt sind und man sich schon so sagt, mein Gott, das ist immer so depressiv und ja, geht da so vor sich hin. Die Depression, vielleicht denken Sie an Leute, die Sie kennen, weil Sie sind das ja nicht. Aber an Ihre Tante zum Beispiel, die schon beim Psychologen ist, ja, die ist immer so verstimmt, reaktive Depression. Beobachten Sie Ihre Tante mal und gucken Sie die Software von Ihrer Tante mal an. Die können Sie ja, die Software lernen Sie kennen, wenn sie immer sagt, das sollte nicht sein, das sollte so sein. Das ist die Software. Lernen Sie schnell kennen. Eine Stunde zuhören, können Sie die Software von der aufschreiben. Was sollte sein, was sollte nicht sein. Die Depression braucht deine Rechthaberei. Die Verstimmung, die schlechte Ausstrahlung braucht deine Rechthaberei. Das sollte so sein. Aber es ist nicht so. Ja, aber das sollte so sein. Okay, dann wärst du eben traurig und depressiv. Trauer ist okay, ungünstig. Aber eine Depression ist immer eine Stimmung. Und die Stimmung ist in Folge einer Rechthaberei. Es darf nicht so sein. Aber die haben mir doch das versprochen, ja. Ich kenne einen, der sagt, die haben mich doch vom Headhunter hier abgeworben und haben mir gesagt, ich werde hier Abteilungsleiter. Sag ich, na und? Dann sagt er, ja, aber die haben hier fusioniert und so. Sag ich, ja und? Ja, ich will aber Abteilungsleiter sein. Sag ich, aber die Abteilung gibt es doch gar nicht mehr. Sagt er, ist mir wurscht. Hier, change. Leben. Natürlich verspreche ich einem was. Und das war auch gut gemeint. Das war noch nicht mal irgendwie Link oder so. Ja, Abteilungsleiter. Mein Gott, wer weiß denn, was morgen ist? Das ist auch keiner. Natürlich kann ich sagen, ja, schätze ich, ja, machen wir, also werden das mal. Aber man weiß ja nicht, was kommt. Und soll ich jetzt gegen das Leben prozessieren und sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein? Ja, das gibt's doch nicht. Das ist eine Sauerei. Oder ist es nicht günstiger zu sagen, das ist meine Trainingseinheit?
Die Situation ist mein Coach, der Stau ist mein Coach, mein Partner ist mein Coach. Immer wenn Sie sich aufregen, können Sie überlegen, ist das nicht eine Trainingseinheit für mich? Und dann sind Sie bei sich und warten nicht darauf, dass der andere sich ändert. Und ich will Ihnen das noch mal schnell klar machen, was ein wichtiger Punkt ist, zu unterscheiden, weil ich sehe, dass im Augenblick doch sehr viel gejault und gemeckert wird und genörgelt wird. Und ja, also ich glaube, dass es noch stärker bei uns in Deutschland ist als in Italien. Was nörgelt eigentlich in uns? Es nörgelt uns sozusagen. Ich glaube, wir nörgeln nicht bewusst. Es nörgelt uns. Ich will Sie darauf aufmerksam machen, dass es uns denkt. Jetzt keine Angst, das geht nicht direkt in die Psychiatrie, aber es denkt uns. Schon mal gehört, nicht? Es denkt uns. Wir können aber auch selber denken. Ich kann jetzt mal kurz erklären, was das heißt, es denkt mich. Sie liegen nachts im Bett, wachen um 2:30 auf, das kennen wir ja alle, und dann grübeln wir. Ach, du hättest da schlagfertiger sein sollen, oder wo bist du da eigentlich, du willst doch da gar nicht sein, und Sauerei, und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Ich glaube nicht, dass einer den Wecker auf 2:30 Uhr stellt und wenn der dann klingelt, dann sagt er, jetzt mache ich mich mal so richtig fertig. So. Ja? Jetzt gebe ich mir die Kante, jetzt mache ich mich fertig. Merken Sie, das macht doch keiner bewusst, es sei denn masochistisch, aber es macht doch keiner, sagt sich, ich mache mich jetzt so fertig, dass ich eine ganz schlechte Ausstrahlung habe und dann nichts mehr glaube. Nein, das ist ein Automat in uns. Wir sind eine automatische Beurteilungs- und Vergleichmaschine, eine Mind-Machine. Es denkt uns, und wie ich das in Luzern erzählt habe, am Vierwaldstätter See in Zürich, in der Schweiz, da hat einer gesagt, Mensch Carsten, ja, das kenne ich, wie Sie sagen, das denkt den ganzen Tag, das quatscht in mir den ganzen Tag, hat er gesagt. Sag ich, genau das meine ich, the voice over, da ist immer eine Stimme, die beobachten das mal. Permanent, den ganzen Tag beurteilen Sie was und vergleichen Sie. Beurteilen, vergleichen. Gestern besser. Permanent. Und wie das so gesagt hat, das quatscht in mir den ganzen Tag, da habe ich das übernommen und ich nenne es jetzt den Quatschi. Und es ist ganz interessant, dass Sie Ihren Quatschi mal so kennenlernen. Den kriegen Sie auch nicht weg, der ist immer da. Ja? Es quatscht den ganzen Tag. Beobachten Sie mal, was sind Ihre automatischen Beurteilungen? Ich lasse das häufig auch so aufschreiben, noch so die Klagelieder Nummer 1, Nummer 2, das darf nicht wahr sein, das gibt's doch nicht, ich bin hier der Größte, ich bin der Einzige, der arbeitet. Ja? Und dann macht man das so durch. Und wenn man dann so merkt, dass der Quatschi wieder kommt, dann sagt man, ah, grüß dich Quatschi Nummer 2 und 4. Ein Freund von mir, der sehr sauber fixiert ist auf immer sauber machen und ordentlich, kommt nach Hause, hat 3 Kinder und hat immer geschrien, wie schaust denn hier aus, wie ein Sauladen? Und alle schreit, oh, der Alte kommt, oh, Sauladen. Und jetzt hat er mein Seminar mitgemacht und sagt, Mensch, ich habe es kapiert, ich sage das seit immer und das bringt ja nicht schlechte Laune. Und hat seine typischen Klagelieder zu seinem Sohn, du verblödest noch vorm PC und so, ja. All diese Sachen hat er aufgeschrieben und dann gucken die 2, heißt du verblödest vorm PC, 1 heißt Sauladen. Und er kommt nur noch nach Hause und schreit, 1! Die Kinder lachen, das ist echt gute Laune. Ja, 1 ist witzig und so 1. Sag ich, das war genial. Weil es ist gute Laune, wenn ich nach Hause komme. Es ändert sich nichts, aber es hat sich ja vorher auch nichts geändert. Es ändert sich überhaupt nichts. Sagen Sie zu Ihrer Freundin 3 und 8 und 2 und sagt, jawohl. Sie sagt 1 und 4 und dann haben Sie einen netten Abend. Es ändert sich nichts. Wollen Sie Recht haben oder einen netten Abend verbringen? Die meisten wollen Recht haben. Wollen sie Recht haben oder ihr Ziel erreichen? Die meisten wollen Recht haben. Was meinen Sie, wie Firmen pleite gegangen sind, weil sie Recht haben wollten? Haben wir immer so gemacht. Ja? Das Loslassen ist eine der größten Tugenden. Und loslassen kann ich natürlich leichter, wenn ich aufgestellt bin. Wenn ich mich nicht als Opfer fühle, ich armes Schwein muss da wieder hin, sondern wenn ich sage, ich trainee, will dort wieder hin in mein mentales Fitnesscenter, ja, und mache eine Marines-Ausbildung. Und nicht, ihr armes Schwein, werde ausgebeutet, dann geh doch nicht hin, bleib doch liegen. Also nicht mehr ich muss, sondern ich will. Mir hat mal einer erzählt, Carsten, das habe ich gut gefunden mit dem Quatschi. Seitdem ich das weiß, dass ich einen Quatschi immer bei mir habe, bin ich nicht mehr so viel alleine. Da ist immer einer dabei. Und das hatte mir wirklich, also das fand ich ziemlich geistreich, seine Schlussfolgerung. Er sagt, er war mal in der Kneipe und hat gleich 2 Bier bestellt.
Und dann kam der Kellner und sagt, kommt noch einer. Sagt er, nein, ist schon da. Und dann hat er was Kluges gesagt, psychologisch einwandfrei, was also dann auf Alkoholismus führt. Er hat gesagt, ich gebe dem Quatsch immer ein Aus, weil er nicht so viel verträgt wie ich. Und nach dem 7. Bier liegt er unterm Tisch und dann kann ich so richtig die Sau rauslassen. Da kommt nicht immer noch einer, sauf nicht so viel, du musst noch dein Ding schreiben. Und das ist herrlich und das hat viel was mit Alkoholismus zu tun, dass man den Automaten in sich, den Quatschi, du Versager und du musst das machen, dass man den unter den Tisch säuft. Ja? Und dann hat mir das Leben sozusagen schön gesoffen, bis der Quatschi morgens wieder da ist und sagt, wenn Sie sich morgens im Spiegel, Sie kennen ja den Witz, wenn Sie sich morgens im Spiegel anschauen und sagen, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Also, der Quatschi ist letztendlich zurückzuführen auf Bemerkungen enttäuschter Eltern. Wenn Sie perfektionistische Eltern hatten, ängstliche Mama und so weiter, dann haben Sie deren Urteile häufig übernommen, beobachten Sie das mal, und Sie beurteilen dann Ihre Sache immer noch aus Ihrer Weltsicht. Und das ist einfach tragisch. Es ist tragisch, wie wir unsere Stimmung, unsere Ausstrahlung, unsere erotische Ausstrahlung kaputt machen durch diese Quatschi-Beiträge. Und wenn Sie wieder merken, dass Sie sich fertig machen, damit Ihre Ausstrahlung reduzieren und Ihre Potenziale, dann sagen Sie, grüß dich, Quatschi Nummer 4, den werden Sie nie los, auch wenn Sie auf dem Totenbett liegen, ist er noch da. Und sagt, bevor Sie in die ewigen Yachtgründe rüber segeln, sagt er noch, das war's wohl nicht. Du hast, ja, sagen Sie, immer nur vorm Computer, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich kenne Leute, die sagen, ich sitze hier, das Leben läuft an mir vorbei. Ja, das wird bei Ihnen nicht so sein. Ja. Obwohl es immer eine Gefahr ist, gerade so für die IT-Leute, das sehe ich nicht. Also heißer Tipp, seien Sie nicht zu verliebt in Ihren Beruf. Ja? Das, ich weiß, dass es Ihnen Spaß macht, das weiß ich, IT. Ja? Sondern irgendwann gibt es immer mal, ja, wissen Sie ja hier, Täler. Und wenn man da kein Gegengewicht hat, Gegengewicht heißt Freunde, Gegengewicht heißt mal was anderes auch noch tun außer IT, vielleicht mal ein Jazz-Liebhaber werden oder Cineast werden oder irgendwie mit Freunden was gemeinsam machen, vielleicht sogar mal irgendwas Soziales. Ich habe immer gesehen. Ja, Entschuldigung, in meinem Alter sagt man sowas mal. Ja. Wenn man paar Inseln des Funktionierens hat, also Freunde und eine Aufgabe und eine Idee, die größer als sein Ego ist, dann sei es jetzt, wenn man verliebt ist oder meine Karriere mal auf der Tribüne sitzt, das ist ja völlig normal, dann gibt das eine starke mentale, also geistig-seelische Stabilität. Wenn Sie nur die eine Sache haben und da kommt mal was dazwischen, dann haben Sie keine Gegengewichte, ja, also heißer Tipp. Jetzt kann man schon mal aufpassen, dass man nicht nur das Studium hat, sondern sagt, okay, ruhig mal da ein bisschen mal, auch wenn es schwerfällt. Also ich habe mich auch manchmal gezwungen, irgendwo wegzugehen und so. Und wenn ich dann irgendwo war, ich bin auch nicht so gerne in Gruppen an sich, aber wenn ich dann drin bin, hat es mir immer gefallen. Aber erst war immer so der Quatsch, ach was, das bringt doch nichts und Quatschen da rum und so. Ja, wenn ich dann da war, hat es mir gefallen. Und ich mache auch immer solche Übungen, ja, also Entwicklungsübungen, dass ich immer, wenn der Quatsch sagt, geh da nicht hin, sage ich, grüß dich, Quatschi, ich mach's jetzt. Ja, also ich war vor kurzem in Wien, da habe ich im Antinori, habe ich mal so einen Kursus gemacht, wenn ich da hinkomme, freuen sich alle und machen immer Kuckuck, weil ich habe mal diese Übung, die brauchen sie nicht mehr, aber so für Gehemmte, ja, die sind ja nicht mehr gehemmt, aber früher, ja, da habe ich dann den Leuten beigebracht, Umgang mit Abweisungen und das, vielleicht machen sie es trotzdem mal, gehen sie mal in Berlin, nicht in Potsdam, im Willengegend, aber ja, in Berlin, gehen sie einfach mal so durch die Straßen und alle 10 Meter springen sie hoch und guck. Das machen sie mal ein halbes Jahr. Nicht immer 200 Meter. Wenn sie das ein halbes Jahr machen, sind sie mental stabil. Sie haben überhaupt keine Angst mehr, Efi zu fragen, Efi, wir beide und so, ja. Und umgekehrt auch, dass die Frau zum Mann, Mensch, es gibt ja wirklich wenig Männer, aber wie ich dir gesehen habe, war Mensch und so. Ja? Und dann sagt er schleichtig, na und, ich bin von 1000 Leuten ausgelacht worden. Das einer mal.
macht überhaupt nichts mehr aus. Das nennt man auf lerntheoretisch vegetative Desensibilisierung. Auf der vegetativen Ebene, auf der Kindebene desensibilisiert man sich. Also machen Sie es mal, vielleicht mit einem Kumpel zusammen, aber nicht dabei lachen, dann ist es natürlich leicht. Ne? Am besten, also gut angezogen sind wir. Ne? Also wenn ich, ich habe es vor kurzem in Zürich gemacht, weil ich mich irgendwo nicht durchgesetzt hatte, dann mache ich auch so eine Strafbataillon nochmal für mich. Ja? Dann bin ich in Zürich wirklich im Airport so, dann habe ich dann in der Lounge gesessen und habe mich einer so immer angeguckt, so hinter der Süddeutschen. Oder der hat mich unten gesehen, der hat Angst vor mir. Dann bin ich so ganz vorsichtig an ihm vorbei und habe gesagt, gehen Sie, haben mich unten gesehen. Ja. Habe gesagt, das war ein Experiment. Oh ja, Gott sei Dank. Das war versteckte Kamera, ja, so ähnlich. Ja. Gut, also ich komme nur drauf, beim Antinori, immer wenn die mich sehen, machen die Kuckuck. Ach ja, heute, eine Stewardess. Herr Korsen, ich kenne Sie. Ich habe Sie vor 15 Jahren gehört. Kuckuck hat es gemacht. Ja, da habe ich das auch erzählt. Und die hat sich daran erinnert, weil das vergisst man nicht, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Also wenn Sie sehr ängstlich sind und immer auf dieser Erde sind, um einen guten Eindruck zu machen und nicht ihr Leben zu leben, dann ist das eine ganz tolle Übung, weil wenn man das häufig macht, wird man wirklich authentischer und steht mehr zu sich. Die Persönlichkeit macht den Unterschied und sagt schneller auch mal Ja oder Nein. Mein Gott, man überlebt es ja. Wir Kinder denken, wenn man uns nicht liebt, müssen wir sterben, was auch als kleines Kind so ist, ne? Wenn die Eltern uns nicht mehr beachten, sterben wir. Aber heute können wir uns die Stulle selber machen und so, nicht? Also wir sterben ja nicht. Also der Quatschi ist ein Freund, grüß dich Quatschi Nummer 4 und dann ersetze ich den Quatschi durch, die Situation ist mein Coach und dann kreuze ich meine Finger, das nenne ich die 8 Optionen und das wird für Sie noch sehr wichtig werden, weil man immer mehr Innovation von Ihnen fordert. In dem Augenblick, wo ich Namen gebe, komme ich nicht auf Optionen. Weil wenn ich Namen gebe und sage, wir haben ein Problem, wir haben eine Krise, komme ich nicht auf Optionen. Es gibt doch kein Problem, das haben Sie ja jetzt schon gerechnet. Problem heißt ungünstig für mein Ziel, das ist ein Problem. Ich habe ein Problem, heißt, das ist ungünstig für meine Erwartung. Es gibt kein Problem. Die Lösung ist das Problem. Wie Sie mit der Situation umgehen, ist das Problem. Es ist das Wort, was das Problem ist. Eine Situation kann doch nie ein Problem sein. Die ist nur auf mein Ziel hin, günstig oder ungünstig. Gibt es eine Krise? Ja, schon lange. Nein, es gibt keine Krise. Das ist verwirrt. Verwirrtes Denken. Es gibt nur und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Es gibt nur Situationen. Aber wenn wir nicht aufpassen, sagen wir haben eine Krise. Krise heißt, na gut, das wissen Sie, Krise heißt lange Zeit ungünstig für meine irrationalen Annahmen, dass es immer nach oben gehen muss. Ich frage sonst, also bei Elternherrschaften frage ich, wer hat eine schlechte Ehe? Melden sich ein paar, ja, oder auch keine. Und dann sage ich, natürlich gibt es auch keine schlechte Ehe. Schlechte Ehe heißt doch nur, schlechte Beziehung heißt doch nur, Evi macht nicht das, was Adam will. Oder Adam macht nicht das, was Evi will. Also wenn ich das mal einfach, wenn Sie mal so merken, der Quatschi kommt und gibt Namen, dass Sie einfach nur merken und sagen, letztendlich ist es mir angenehm oder unangenehm. Also Herr Kollege, das ist mir unangenehm, was Sie da machen. Oder du Schatzi, das ist ungünstig, so für meine Idee. Keine Namen geben. Namen geben heißt, du bist beziehungsgestört, du Depp, blödes Leben. Keine Namen ab heute mehr. Und damit sind wir schon letztendlich bei der, ja das klingt fast moralisch, aber das ist eher cool, wenn man das macht für mentale Stabilität, dass man sich vornimmt, sich nicht mehr über das Leben zu beschweren. Also ich kann das schon ganz gut jetzt, das lernt man, das ist nicht so schnell. Ich beschwere mich nie mehr über das Leben. Ich sage nie mehr, das darf nicht wahr sein, das gibt's doch nicht, ein Schweineleben. Vorhin bin ich spazieren gegangen und hat einer gesagt, mei, das ist eine verrückte Welt hier, das ist eine verrückte Welt, habe ich einen gehört. Ja, es ist eine ganz verrückte Welt. Wo ist eine verrückte Welt? Alles ist Physik und Schwingung und mehr nicht. Wo ist verrückt, gibt es gar nicht. Das ist nur ein Wort. Es ist immer nur Physik. Und ich erschaffe meine Wirklichkeit durch meine Worte. Und wenn ich das verstanden habe, dass es keine Krise gibt, kein Problem, keine schlechte Ehe, es gibt immer nur angenehm, unangenehm und günstig, ungünstig. Dann fragen Sie mich, Kosten, warum sagen Sie immer günstig, ungünstig? Kommen Sie aus dem alemannischen Sprachraum?
Sag ich, nein, aber in Norddeutschland kommt das so an. Die Leute merken sich das so. Ja? Ich bin in Hamburg bei einer Firma, da war ich vor 10 Jahren, die sagen immer noch, ja, Herr Korsen, gestern war es wieder ungünstig für uns. Ja? Und man kann viel besser auf die Optionen kommen, man kommt viel besser auf die Möglichkeiten. In 5 Minuten höre ich auf. Also falls Sie den Quatschi haben, und wir haben den alle, ersetzen Sie den und sagen Sie, was habe ich für Optionen? Und ich sehe, die ersten 4 Optionen sind meistens noch im alten System, im alten Denksystem. Da bin ich auch noch als junger Mensch, habe ich schon meine Vorurteile, wie soll was sein. Und ab der 4. Lösungsmöglichkeit wird es häufig innovativ. Also deshalb, wenn Sie im Stau stehen, sagen Sie 8 Optionen. Nicht nur raufen oder laufen, ne, auf ihn rauffahren oder abhauen, sondern was habe ich noch für Optionen? Und zum Schluss, da Sie ja auch vielleicht schon Auto fahren, ich habe mir mal vorgenommen, um nicht so Namen zu geben, dass ich mir vorgestellt habe, jeder Mensch ist letztendlich Energie, was ja stimmt. Also ist jeder Mensch ein strahlender Stern, so poetisch gesprochen. Ein strahlender Stern, der sich ungünstig verhält. Also ich entkopple Person und Verhalten. Das liegt mir sehr am Herzen, falls Sie noch heiraten sollten, ja, und Kinder. Am Anfang bei der Kindererziehung, sofort Person und Verhalten entkoppeln. Die Person nie beschimpfen, der Person nie Namen geben. Oh, du bist aber faul und so frech und schlampig, ja. Sondern immer, komm her, du strahlender Stern. Ja, also das Kind in den Arm nehmen und ich liebe dich und das Verhalten gnadenlos sanktionieren. Ja? Kinder lieben das. Ja? Wir möchten geliebt werden und gefordert werden. Ja? Fordern und fördern. Also auch in War for Talents, wenn man jetzt sagt, wie können wir unsere Talente halten? Wie können wir die Talente halten? Da werden sie dazugehören. Wie kann man sie denn halten? Das werden sie merken. Wenn sie sich geborgen fühlen, wenn das eine nette Firma ist und sie werden gesehen als Mensch und wenn sie gefordert werden, wenn sie was lernen können, das macht Spaß. Und man kann Talente am besten halten, wenn man ihnen die Geborgenheit gibt und dass man sich richtig fördert und fordert. Aber Person und Verhalten entkoppeln. Und so sind wir bei der Kindererziehung. Wir als Psychologen hätten ja kaum was zu tun, wenn man zu uns immer gesagt hätte, ich liebe dich. Ja, aber Papa, du hast doch so geschrien. Ja, weil du dich ungünstig verhalten hast. Und das ungünstige Verhalten kostet dich was. Also vor Ihnen auf der Autobahn fährt ein Mensch. Er fährt 124 im Kleinwagen. Und Sie haben aber ein Auto, was schneller fährt und Sie haben es eilig. Und jetzt werden Sie merken, rechts ist wirklich alles frei, der könnte wirklich rüberfahren. Aber wo haben Sie die irrationale Annahme her, dass einer rechts fährt, wenn er es könnte? Also vor Ihnen fährt ein strahlender Stern sozusagen. Und Sie merken, dass der Quatschi anfängt, ihm Namen zu geben. Erst so in Österreich würde ich sagen, was ist das für ein Trottel und so. Ja, und dann wird es immer so stärker. Und jetzt wachen Sie auf zum 2. Mal am Tage mit der Frage, wer hat hier eigentlich das Problem? Und das ist fantastisch. Eine so tolle Erleuchtungsfrage. Erleuchtung ist Erleichterung von Quatschi. Wer hat denn das Problem? Der da vorne, aber ehrlich nicht. Der ist sowas von aufgestellt. Ja? Wenn man den von vorne sieht, der strahlt, ja, fährt 124 im Geschwindigkeitsrausch, fährt Bleifuß, ist mit allem eins, fährt seinen Stiefel runter oder seinen Karma und dem geht es richtig gut. Und Sie haben die Idee, der darf das nicht, aber er macht es ja. So, und jetzt wachen Sie auf, wer hat das Problem und dann kommen die 8 Optionen. Das brauchen wir nicht mehr zu üben, das können Sie selber machen. 1. Option, sagen alle rechts vorbei, sage ich, okay, ist nicht erlaubt, aber anblinken. Einer sagt, ich fahre auf ihn rauf. Ja, aber nur mit 125, also ja, nur mit 1 Stundenkilometer mehr wie beim Einparken. Einer sagt, er fährt auf den Parkplatz, sofort Flasch Bier raus. Ja, es gibt ja ungemein viele Optionen. Also denken Sie daran, nicht nur immer Namen geben, das darf doch nicht wahr sein, dieser Vollidiot, sondern ey Mann, du bist mein Coach da vorne, du strahlender Stern. Ja? Also wenn Sie an ihm vorbeifahren, rechts, dann nicht so, ja? Sondern hey, danke Coach, auch mir ist es gegeben, mich mal kriminell zu verhalten. Dann kann ich auch wieder aufhören. Also zusammenfassend, mentale Stabilität bekommen Sie und dann, dadurch können Sie natürlich Ihre fachliche Kompetenz bei schlechtem Wetter, dass Sie Schlechtwetterspieler sind. Jetzt sind Sie Schlechtwetterspieler. Übrigens wird man dann zum Schlechtwetterspieler, wenn man sich einfach dazu entscheidet. Also ich bin deshalb ein sehr guter Schlechtwetterspieler im Tennis. Ich habe mich immer gefreut, wenn das Wetter schlecht war, weil ich einfach behaupte, ich bin ein Schlechtwetterspieler.
Und dann bin ich ein Schlechtwetterspieler. Mehr nicht. Ich bin ein solcher. Ja? Wenn ich krank bin, bin ich besonders gut. Ja? Und dann geht es so. Ja? Also ich behaupte das einfach. Und wenn Sie merken, dass der Quatsche wiederkommt, dann begrüßen Sie ihn. Grüß die Quatsche Nummer 4 und ersetzen Sie das durch Ihre Option. Und wenn Sie dann auch noch wissen, dass Sie dort, wo Sie sind, sein wollen, dann kann Sie nichts mehr aufhalten. Dankeschön.